Gut, dass du dich entschieden hast, dich unserem Kampf anzuschließen. Wir werden nicht eher ruhen, bis die Rabenmark befreit ist und jeder einzelne dieser kranken Nekromanten seine Strafe erhalten hat. Aber vergiss nicht, wir gehen in die Schwarzen Lande. Das ist kein Zuckerschlecken. Da gibt's Bäume, die fressen deine Pferde auf. Und wenn du nicht aufpasst, noch mehr. Da gibt's wandelnde Riesenskelette und untote Drachen und was weiß ich noch alles für krankes Zeug. Außerdem sind deine Reisegefährten nicht ohne. Wir sind im Stress und am Rande des Kollaps. Wir sagen und tun Sachen, die dich bedrücken könnten. Es ist Krieg, weißt du? Wenn dir das zu viel ist, dreh lieber um und such dir ein hübsches Mädchen oder einen netten Jungen. Trink einen Schluck Wein und lass uns machen. Wir können dich brauchen. Aber dass es dir gut geht, ist uns wichtiger. Jandrik, wo bleibst du denn? Ja, ich bin schon auf dem Weg, Mora. Wir sehen uns, Freund. Hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder Splitterdämmerung, Träume von Tod. Und ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch nicht hundertprozentig wieder auf dem Damm. Wenn ihr letzte Woche Sonntag hier eingeschaltet habt, da war das wesentlich schlimmer als heute. Aber man hört es noch. Und sorry schon mal dafür. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hier Ariakos habe ich schon gesehen, Tingle, Valinoe 86 und die ganzen anderen. Schön, dass ihr alle da seid. Außerdem ist heute mit dabei hier Mora Valran, die Schmugglerin, gespielt von Sierra. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Und Elena von Kurkum als Amazone, gespielt von Eleanor. Rondra zum Gruß, einen schönen guten Abend. Und der Osko Gerdenthal, der Pereine Novize, gespielt von Kakko. Pereine zum Gruß, meine Freunde. Der Jandrik Eichblatt, gespielt von Marot. Hallihallo. Und last but not least, Astanio Amano zu Jannisberg, der Weißmagier, gespielt von Ose. Hier sind wir zum Gruße. Ja. Letztes Mal waren wir alle, fast alle außer Marot waren krank. Das heißt, wir konnten nicht spielen. Es sind schlimme Zeiten, also passt auf euch aus da draußen. Es gehen ganz viele Zeug um. Ja. Es ist zwar, aber zumindest bei mir war es nicht das ganz, ganz böse C-Ding, aber andere Sachen ziehen sich auch, wie man merkt, über Wochen. Ja. Deswegen kann sein, dass irgendwie wir heute ein bisschen brauchen, bis wir wieder in Medias Res kommen und wieder irgendwie reinfinden in die Charaktere. Das ist immer so, wenn man irgendwie einen Monat nicht gespielt hat. Aber ich denke, das kennt ihr auch alle. Engel sagt auch, ich höre mich besser an. Ich muss heute weniger reden. Ja, das könnte sein. Ich bin da frohen Mutes, dass meine SpielerInnen das auch handeln, wenn ich nicht so viele rede. Gut,
Deswegen nochmal ganz kurz, bevor wir dann richtig starten und ich dann auch aufhören kann zu reden, die kleine Disclaimer-Sache vorneweg, falls ihr hier seid, um DSA-Regelwerkzeug zu sehen, muss ich euch leider enttäuschen. Wir spielen fast ohne Regelwerk. Wir haben so ein Minisystem, was im Hintergrund mitläuft. Davon werdet ihr nichts hören, nichts sehen, nichts sagen können. Das ist nur für uns. Wir versuchen gleich, möglichst viel Zeit in Time zu verbringen. Deswegen kann es sein, dass wir auch nicht auf den Chat eingehen können. Ich lese das alles und so und ich versuche zu antworten, aber nehmt es uns nicht krumm, wenn wir da nicht drauf reagieren, wenn ihr irgendwas schreibt. Dürft ihr aber ruhig, weil es eigentlich immer ganz schön zu sehen und ja, wird ja auch hier angezeigt. Ne? Genau. Gut. Wir befinden uns auch in der Rabenmark. Falls ihr das vergessen habt. Die Rabenmark sieht so aus. Und wir haben ja einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind kurz vor Altzoll. Also Altzoll ist noch nicht ganz im Blick, aber in Reichweite. Und die Truppen des westlichen Reiches haben sich gut durchgeschlagen. Und wir... Die Heldinnen haben auch der Armee jetzt gut helfen können. Und eigentlich klappt alles viel zu gut. Und beim letzten Mal haben wir dann ein bisschen ein Lagerfeuer-Session gehabt, wo sich ein paar Dinge ergeben haben. Ein paar kleinere, größere Dinge. Mal gucken, was draus wird. Genau, und da diesen, ja, vielleicht sind es anderthalb Tagesmärsche bis Alpzoll für die Armee. Da steigen wir gleich auch wieder ein im Heerlager des Heeres, das dort in einem kleinen Dorf kampiert und ja, die Heldinnen ihr Heldendasein fristen in diesem Heerlager. Und dann soll es auch Richtung Altzoll gehen, hoffentlich. Mal gucken. Altzoll ist übrigens die Hauptstadt der Ostrabenmark, seitdem Warung ja von den Rondrianern erobert worden ist. Also Warung war die ursprüngliche Hauptstadt und da ist ja auch der Hauptsitz des untoten Drachen Razazor gewesen und so. Aber naja, die Rondrianer haben da einmal klar Fisch gemacht. Falls ihr übrigens die Storys aus Warung spielen wollt, kurz nach der Befreiung von Warung, gibt es ein cooles Computerspiel, könnt ihr spielen, DSA. Ist auch auf YouTube immer unten drunter verlinkt übrigens. Weil ich das eine Bild von Targunitot, was dann zum Anfang im Intro läuft, das kommt in dem Spiel vor. Also ist auch ganz gut geworden, glaube ich, für DSA-Spiele. Also eins der wenigen ziemlich guten DSA-Spiele. Bisschen speziell, aber das ist ja, wenn man in den dunklen Landen spielt, immer. Okay. Dann gehen wir doch mal in die Rabenmark hinein und ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht den Terror, der da gerade im Flur abläuft. Knapp anderthalb Tagesreisen vor Altzoll. Schon einige Zeit kampiert das Heer nun hier. Und man merkt ein bisschen den Unmut unter den Truppen. Besonders Jandrik merkt den, weil Jandrik immer mehr zu tun hat inzwischen mit den Golgariten, zu deren Orden er nun gehört. Und da er sich ja auch beim letzten Mal, als das Heerlager aufgeschlagen war, kurz vor dem Todeswall, immer gut in den einzelnen kleinen Gruppierungen des Golgaritenordens umgehört hat und damit nun auch nicht aufgehört hat, merkt er durchaus die vielen verschiedenen Stimmen, die sich hier breit machen. Du musst noch auf Aufnahme drücken, Koali. Bitte? Auf Aufnahme drücken. Ach so. Recording in progress. Ich glaube, ich mache es direkt Recording wieder aus, weil stopped. Ich kann es jetzt eh nicht mehr gebrauchen.
So, wo war ich? Hendrik treibt sich im Lager rum. Genau. Verschiedene Gruppen. Verschiedene Früchte. Gruppen, genau. Ach ja, okay, danke. Verschiedenste Gruppierungen, die unterschiedliche Meinungen haben zum Feldzug. Am Anfang, als ihr gelagert seid hier an dieser Stelle, in diesem Dorf, war es so, dass alle sehr hoch motiviert waren und alle frohen Mutes, ob der etlichen Siege, die ihr eingefahren habt. Versprengte Drachengardisten aufgerieben, kleinere Truppen aufgerieben, fast keine Gegenwehr, selbst die Untoten, die man euch entgegengeworfen hat, weggewischt. Aber jetzt aus irgendeinem Grund hat Borondria entschieden, dass man hier schon seit Tagen herumlagert und nicht weiterzieht Richtung Altzoll. Und die Stimmen mehren sich gerade aus den extremeren Gruppierungen des Golgaritenordens, warum man nicht endlich weiterzieht und diese verfluchte Stadt endlich befreit. Und die Untoten und Nekromanten ausmerzt mit dem Schrabenschnabel, den Willen Borons endlich durch dieses Land zieht. Und vielleicht ist die ein oder andere, ist dieser Standpunkt von dem ein oder anderen für Jandrik gar nicht so weit weg. Denn auch er möchte ja die Besatzer dieses Landes möglichst schnell ausrotten. Möglichst schnell vertreiben und das Land befreien. Man hat allerdings im Gegensatz zum letzten Mal, wo ihr vor dem Todeswall gelagert habt, inzwischen etwas mehr Zutrauen zu euch. Sowohl Astanio, Osko, Mora vielleicht nicht so, aber Elena, Astanio und Osko sind eingebunden in verschiedenste Truppenteile. Astanio bei den Magiern, Elena bei den Rondrianern, die wenigen Rondrianer, die es in der Truppe gibt. Viele vom Militär sind natürlich Rondra-gläubig, aber es gibt nur wenige waschechte Rondra-Anhänger, also Rondra-Geweihte oder Ritter, die offiziell einem Rondra-Orden folgen. Eine Handvoll. Aber es gibt sie. Und Osko ist natürlich eingespannt in Drei-Schwestern-Orden, der hier immer wieder agieren muss und nicht nur für die Verletzten zuständig ist, sondern auch sich immer wieder mit den Hinterlassenschaften von Borberat auseinandersetzen muss. Denn das Land, was ihr durchquert, ist immer noch und durchaus gezeichnet von der Präsenz der untoten Heere dort vor einiger Zeit. Ausgezehrt, tot, hinterlassen. Und das ist wissenschaftlich für die Pereine Geweihten gar nicht so uninteressant, wie man ein Land so verzehren und auszehren kann. Das letzte Mal, dass ihr einen Landstrich gesehen habt, der wirklich voll Blüte erstrahlt ist, das ist seit Geisfeld eigentlich etwas her. Und Geisfeld ist nun auch schon ein paar Tage her. Und dennoch hat Osko immer wieder auf seinen Streifzügen, um Heilpflanzen irgendwo zu suchen, noch am Wegesrand merkwürdige Überreste oder Anzeichen davon gesehen, dass Pflanzen wieder zurückkehren in das eigentlich tote Land hier. Und vielleicht ist es für ihn, vor allen Dingen aber für einige hier im Heereszug, oder vielleicht auch für ihn ein Zeichen, dass die Befreiung wirkt und die Götter mit euch sind. Und der Segen Perrines mit euch miteilt. Aber wenn er ganz ehrlich ist, niemand euch aus dem Orden hat darum gebeten, irgendeinen solchen Segen auszusprechen. Und das wirkt sehr zufällig. Immer mal wieder hier und da. So. Es ist schon irgendwie eigenartig, dass so ungezielt überall Pflanzenwachstum, klein aber sichtbar, wieder ausbricht. Astanio untersucht mit den Magiern die Kraftlinie, an der ihr entlang reitet. Kraftlinie geht durchaus Richtung Altzoll, zweigt sich ein paar Mal.
Aber die Stärke geht eigentlich in eure Richtung. Und an diesem nun Morgen, letzten Mal waren wir ja abends im Lager, und jetzt springen wir in den nächsten Morgen, stehen die Soldaten wieder auf, verrichten ihr Tagwerk, bekommen wieder den Befehl, nicht weiterzuziehen, und das Murren wird laut um Jandrik und die anderen im Lager. Jandrik war sehr eingespannt beim letzten Mal, überall Befehle zu befolgen und im Golgarithenorden hier eine Nachricht hinbringen, da noch jemanden belauschen und es weitergeben. Und vor allen Dingen genießt du die Zeit, die du mit Illurion auch wieder zusammen agieren kannst. Deinem besten Freund noch von früher. Und auch er hat ein bisschen mehr Zeit, solange ihr mit dem Heer gemeinsam zieht, da er sich da nicht so sehr um Bestalia kümmern muss. Die immer noch unter dem Schweigegelübde gestellt ist. Und so trefft ihr euch vielleicht morgens zum Frühstück, zum Haferbrei, der ausgeschenkt wird an die Truppen. Dicke Köchin macht einen großen Löffel voll in eure Schale, wenn ihr an der langen Schlange euch beteiligt. Selbst für die höher gestellten Prajoten, Rondrianer oder Golgariten gibt es das gleiche Essen wie für alle anderen auch. Dafür hat Borondria gesorgt. Was wiederum zu etwas Murren führt bei den etwas höher gestellten. Jandrik steht in der Schlange, ein zerzaust, das Haar, er wirkt sehr müde. Ja, er hat die Nacht tatsächlich mit seinem Freund gezecht und über alte Zeiten geredet. Es hat ihm gut getan, mal so ganz weg zu sein. Weg zu sein von den anderen in einer Zeit, die er fast vergessen hat. Zu einem Jandrik, den er fast vergessen hat. Da war auch irgendwann ein Mädchen. Aber dann hat er erkannt, dass er doch nicht der Jandrik ist. Der alten Zeit, und er ist alleine in sein Zelt gekrochen. Heute Morgen steht er also jetzt in der Schlange und fragt sich, warum eigentlich Blödsinn. Und wartet auf den Haferbrei. Zwei Personen vor ihm in der Schlange steht Mora. Sie streift sich gerade eine Locke ihres dunklen Haars hinters Ohr. Und bekommt den Haferbrei. Nickt unmerklich. Danke, murmelt sie nur. Wendet sich ab und sucht einen freien Tisch. Irgendwo am Rand. Und spürt einige Blicke auf sich, der Anwesenden. So richtig abstreifen konnte sie den schlechten Ruf auch hier nicht. Und auch niemand würde es ihr übel nehmen. Diese Sache mit dem Prajoten. Nein, daraus wird ihr kein Strick gedreht. Aber nichtsdestotrotz, irgendwas würde man ihr wohl immer wieder andichten. Und sie setzt sich schweigend und fängt an, ihren Haferbrei zu löffeln. Beobachtet die anderen in der Schlange, die ihr nachfolgen. Da kommt dann Jandrik, er ist fertig. Hat den Haferbrei sich einlöffeln lassen und jetzt erst bemerkt er sie, wie sie da ganz alleine an dem Tisch sitzt. Langsam kommt er näher, das müde Gesicht zu einem Lächeln, zu einem Grinsen verzogen, dieses bekannte, provokante Grinsen. Und ganz unbescholten setzt er sich zu ihr. Guten Morgen, oh wunderschöne Assassinen. Und in dem Moment, wo er sie so anlächelt und sich hinsetzt, trifft ihn ein unglaublich kalter Blick. Kein Lächeln, weder um ihren Mund noch um ihre Augen. Sie schnaubt nur kurz und löffelt dann weiter ihren Haferbrei, ignoriert ihn.
Das war ein Scherz. Hast du völlig jeglichen Humor verloren? Lass dich doch nicht ärgern. Ach, das war schon beeindruckend, die Sache mit dem Dämon. Das musst du zugeben. Das ist doch nichts, wofür man sich schämen muss. Nein, ich habe tatsächlich nichts getan, wofür man sich schämen muss. Siehst du, genau das meine ich. Warum schaust du dann so böse? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, du hast etwas, wofür du dich schämen musst, Jandrek. Warum? Eine ganze Menge Sachen tatsächlich, aber eigentlich nichts, von dem du wissen kannst. Von dem ich wissen sollte. Streiche, was ich gesagt habe. Jetzt mal ehrlich, was ist los? Ich verstehe kein Wort. Ich habe aber auch ein bisschen Kopfweh. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben gestern Nacht. Schon wieder gezecht? Was schön. Wer war denn dabei? Freunde. Freunde? Auch neue Freunde? Auch neue Freunde. Man lernt viele neue Freunde hier in diesem Lager kennen. Ja, genauso hatte ich dich eingeschätzt und ich jetzt wissen sollen. Ein Teil dieses Gespräches kriege ich irgendwie nicht mit, habe ich das Gefühl. Jandrek Eichblatt, spiel nicht mit mir. Und jetzt wird die Miene dann doch ernst. Das kann ich gar nicht. Mit dir kann ich nicht spielen. Ach ja? Ja. Hör mal. Ich bin vorsichtig mit allem, was ich tue. Das ist mir aufgefallen. Ja, und anscheinend nicht vorsichtig genug. Ich lasse mich nicht als Fehler betiteln. Schon gar nicht von dir. Halt, Pause, stopp. Sie steht auf. Was? Und dreht sich um. Und Mora! Ja, Moment. Ich stehe ebenfalls auf. Ein paar Schritte hinter ihr her. Mora! Meine Hand greift vorsichtig nach ihrer Schulter. Sie zieht sie weg. Ich gehe nach draußen. Und sie geht nach draußen, lässt ihn nachkommen. Ja, läuft hinterher, sehr verwirrt. Okay, was? Kannst du mir kurz irgendwie erklären, um was es hier geht? Weil, ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ja, sagen wir mal, ein Vöglein oder ein was auch immer es ist, dieses Kriegfuhl. Oder so heißt er. Oder es. Dieses kleine Ding, was für dich spioniert. Dieser komische Geist. Der mir überall hinfolgt. Ja, genau der. Weißt du, Informationen sind so eine Sache. Die gehen nicht nur in eine Richtung. Und vielleicht hat er sich verplappert. Und vielleicht weiß ich jetzt Dinge, die ich vorher hätte wissen sollen. Ich komme mir vor wie bei einem Verhör und weiß überhaupt nicht, was ich gesagt haben soll. Du hast gesagt, dass es ein Fehler war, mich zu küssen. Und weißt du, wie sich das anfühlt, Jandrek? Weißt du das? Ich meine, dass ich mit dir vorsichtig sein sollte. Und sie tippt ihm jetzt tatsächlich mit dem Finger auf die Brust. Das wusste ich schon vorher. Dass du jemand bist, der jedes Mädchen, und sie zeigt in das zu den Zelten quasi herüber, um den Finger wickeln möchte, dass du das kannst, mein Gott, das wissen wir beide, dass du das vielleicht mit mir versucht hast, das weiß ich sehr wohl. Aber dass du so hinter meinem Rücken über mich redest, das zeigt mir nur, dass ich richtig war. Spiel nicht mit mir. Nur so für mich, so kurz zum Rekapitulieren der Situation. Du bist sauer auf mich, weil ich irgendetwas zu einem kleinen Naturgeist gesagt habe, der die ganze Gesamtsituation unmöglich begreifen kann. Du hast diesen Kuss, den du mir gegeben hast, als Fehler betitelt. Ja. Du, Jandrek. Ja, das habe ich. Ich erinnere mich jetzt auch wieder an die Situation.
Und na fein, dann wissen wir ja beide, wo wir jetzt dran sind, oder? Na, ich habe diesen Kuss. Ich habe diesen Kuss als Fehler betitelt. Weil er mir gezeigt hat, dass ich nicht mehr zurück kann. Dass ich keine Wahl mehr habe. Ich habe diesen Kuss als Fehler betitelt, weil es eben nicht das ist. Weil es nicht das hübsche Mädchen von gestern Nacht ist, mit dem ich übrigens nicht ins Zelt gegangen bin. Weil es eben nicht ein netter Kuss ist, mit dem man sich einen netten Abend macht. Sondern weil ich diesen Kuss nicht mehr zurücknehmen kann. Weil ich nicht mehr sagen kann, ach ja, ist ja nur irgendein Mädchen. Ich habe diesen Kuss als Fehler bezeichnet, weil als ich dich küsste, habe ich verstanden, dass ich mich in dich verliebt habe. Und das habe ich noch nie. Vielleicht denkst du ein bisschen drüber nach und wir reden später drüber. Ich habe mich noch nie so bloßgestellt wie vor dir. Bis dann. Und dann dreht er sich um und geht. Rondrat zum Gruße. Jandrik, hi. Hi. Eine stattlich groß gebaute Frau, die du gestern Abend auch ein paar Mal gesehen hast. Richtig an. Jetzt aber mit deutlich als, jetzt wo sie in Uniform hier steht, erkennbar als eine der Rundra-Geweihten. Ja, müsst verzeihen, ich bin ein bisschen im Nachteil. Offensichtlich kennt jeder mich, aber ich offensichtlich niemanden. Hey, du hast mir gestern 2 Wein ausgegeben. Ja. Ja. Außerdem hast du erzählt, dass du Illina kennst und ich kenne sie auch. Ja. Also Illina und ich sind... Naja, Kampfpartnerin. Ja. Mhm. Glaube ich. Sofort. Wo ist sie denn? Das wollte ich eigentlich fragen. Keine Ahnung. Ich würde mal bei irgendwo schauen. Ich weiß es nicht. Irgendwo ist jetzt. Bei Astanio würde ich mal schauen. Kennst du den? Ja, davon redet sie immer Tag ein, Tag aus, ja. Ha, ein guter Hinweis. Ist doch ihr Freund, oder nicht? Solche Sachen sind bei uns ein bisschen kompliziert. Ist das so? Dürfen Golgariten keine Freunde? Also, sie ist doch gar keine Golgaritin, oder? Amazonin, manche diskutieren, sie könnte noch eine Assassine sein, aber es ist nicht so ganz klar. Und ansonsten, nein, ich glaube nicht. Was Amazonen mit Männern machen, weiß ich nicht. Ich habe Gerichte gehört, aber ich weiß es nicht genau. Ich sollte sie mal fragen. Das ist sehr interessant. Mhm. Bis jetzt haben wir immer nur über die Leuen und über Kampf geredet. Vielleicht bringe ich das Thema mal auf etwas anderes. Sie will ja abends nie mit ans Feuer. Ja, sie ist ein bisschen, ja, Amazone halt. Ne? Ein bisschen ernst in so Sachen, ja. Wo ist denn dieser Astanio? Habe ich eine Ahnung, wo der stecken könnte? In einem der Zelte da hinten vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Dann suche ich mal. Rondra befiehlt. Ja. Ja, und dann gehe ich meiner Wege und versuche erstmal meine Gedanken zu ordnen. Stapf davon. Osko wird sich vermutlich dann in der Zwischenzeit, stand einige Plätze weiter hinter Mora und Jandrik, hätte sich dann, nachdem er so mit einem halben Auge diese anfängliche Szene beobachtet hat, etwas verwirrt den beiden nachgeschaut haben und sich dann etwas gleichgültig dann auch einen Platz da an einem Tisch gesucht haben, am Rande dieses Platzes. Stellt seine Schale mit diesem Haferbrei vor sich hin und schart ein wenig mit einem hölzernen Löffel da drumherum, wirkt aber so, als ob er keinen Hunger hat.
lehnt dabei beide Ellbogen auf den Tisch und starrt ein wenig mehr in das Essen, als es wirklich dann zu essen. Wortlos setzt sich Mora nach einer Weile zu dir, neben dich. Und sie guckt aber genauso lustlos in ihren Haferbrei. Auch nicht so einen guten Morgen gehabt? Ich glaube, ich habe mich wie ein Idiot verhalten. Osko schaut leicht in Moras Richtung. Setzt ein schon eher aufgesetztes Lächeln auf. Beinahe nichts Neues. Pass auf, wie du mit mir redest. Nein, ich habe mich wirklich wie ein Idiot verhalten. Jetzt dreht sich Osko weiter zu ihr um. Möchtest du darüber reden? Ich habe Jandrik etwas vorgeworfen, was er nicht getan hat, und ich habe ihn ziemlich vor den Kopf gestoßen. Ich verstehe. Wenn du ihn siehst, sag mir Bescheid. Ich glaube, ich muss mich irgendwie entschuldigen oder so. Kann ich machen. So. Ich glaube, wir beide wissen, dass du vielleicht mehr Glück dabei hast, ihn nur zu finden, je nachdem, wo er ist. Aber klar, kann ich machen. Ja. Und dabei matscht Osko weiter in seinem Haar vorbei rum und schiebt die Schale dann mit einem Ruck weg. Und was ist mit dir? Warum hast du keinen Appetit? Ach, ich... Das Übliche wie die letzten Tage. Ich meine, dir ist doch auch aufgefallen, dass hier irgendwie nichts vernünftig vorangeht, oder? Ja, hier wird irgendwie sehr viel mit den Hufen geschart. Naja. Sehr viel. Wir kommen nicht vom Fleck. Kurz Hufe scharen. Worauf wartet Borondrea? Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich mittlerweile wirklich... Es fühlt sich wie Stillstand an. Das letzte Mal habe ich mich so hilflos gefühlt in Neuronenwacht. Perdan blockt immer noch alles ab, was ich versuchen will. Meine Ausflüge neben dem Herzu sind auch irgendwie... Ich habe mir mehr erwartet und jetzt stehen wir schon wieder hier und lagern seit einigen Tagen. Vielleicht solltest du mal mit Jandrik reden. Er ist näher dran an Borondria. Vielleicht weiß er, warum wir hier ganze Zeit stillstehen. Und dieser Brief, verdammt. Ja. Ich hab ganz vergessen, ihm von diesem Brief zu erzählen. Das wäre schon nicht schlecht. Das ist ja noch die andere Sache. Vielleicht auch übernehmen? Der Brief. Ich habe ja hier die Abschrift. Also, zeig mal nochmal her. Sie nimmt das Dokument aus einer ihrer Innentaschen und nach ein wenig Suchen drückt sie es dir an die Hand. Ja, ich. Ist besser als nichts. Und Osko steckt das Dokument wieder tief in seine Taschen. Es ist wohl besser, wenn du ihn fragst, bevor ich ihn belausche. Ja, das, so wie du es beschrieben hast, klingt das vernünftig. Na gut, komm, ich mache mich jetzt auf die Suche. Ich kann das Zeug eh nicht mehr sehen. Ich werde wahnsinnig mit diesem Zeug. Und Osko schiebt wirklich nochmal diesen Haferbrei nochmal ein Stück weiter den Tisch hinunter, so, also weg von sich. Nun gut, also das hier und Borondria. Also bevor du gehst, hast du Elena und Estanio gesehen? Ich
Osko schaut sich noch einmal um in der Schlange zum Essen. Normalerweise ist die Lena immer sehr früh auf den Beinen. Und ja, Frühstück ist doch eigentlich auch ihres. Lena tippt dir von hinten auf die Schulter. Hier bin ich. Ach, ich habe eine extra Portion Haferbrei für dich organisiert. Und sie schiebt relativ nonchalant einfach Oskos Schale weiter. Ah, ja. Kann ich vielleicht ganz gut gebrauchen. Das Training mit Astani war doch, naja, sagen wir, angenehm anstrengend. Okay. Ach, ihr wart trainieren? Gut. Ja, hatten wir gestern Abend so besprochen. Hm. Aber er hat sich zu den Magiern gesetzt und da verstehe ich wirklich absolut gar nichts. Deswegen, naja. Ich denke, vielleicht werden wir zum Mittag dann mal zusammen essen. Bewundernswert, irgendwie, dass du noch die Motivation hast zu trainieren. Man muss auch frisch bleiben. Und wenn man nicht trainiert, dann schläft der Körper ein. Wenn du möchtest, können wir gerne auch noch mal ein bisschen trainieren. Nein, das wollte ich damit nicht. Nur die Grundsachen, Grundlagen. Mit dem Stab hast du dich ja immer ganz gut angestellt. Ja, das wird auch vermutlich so bleiben, denke ich. Ich muss auch jetzt, Perlen suchen gehen. Muss ja nicht direkt sein. Also wenn du die Tage mal Zeit und Lust hast, sag Bescheid. Ja, ich werde auf das Angebot zurückkommen. Wie gesagt, ich muss eben kurz Perlen suchen gehen. Einen Moment. Mach das. Stell ihm Grüße. Ja, mache ich auf jeden Fall. Guten Appetit. Danke. Ja, und Osko geht dann recht zügigen Schrittes dann auch weg von dem Essen. Läuft vorbei am Magiertisch, wo Astanio sitzt und sich mit den Magiern unterhält. Nein, Herr Kollege, nein. Ich habe es jetzt Ihnen schon 10.000 Mal erklärt. Es ist nicht so, dass die magischen Strukturen nur hier in den dunklen Landen sind. Unsere Universitäten im Westen sitzen genau auf diesen Strukturen. Es hat nichts mit Dämonenmalen zu tun. Wie oft soll ich Ihnen das noch erklären? Ja, aber es ist sehr eigenartig, wenn es diese Kraftlinien doch auch bei uns geben würde, so wie das einmal alle behaupten hier. Ich bin ja denn anscheinend der Einzige, der hier Einwände hat. Warum ist es dann nicht genauso wie hier, dass wir ständig auf Ausbrüche elementaren Geisterwesens stoßen? Hier die Blumen zum Beispiel, die Perd angefunden hat, oder dieser Gärtental da. Die wachsen ja nur wegen diesen elementaren Ausbrüchen, das haben wir ja nun reichlich untersucht. Herr Kollege, ich sage es Ihnen gerne noch einmal. Wir haben Struktur und wir haben Ordnung im Westen. Das gibt es hier nicht. Wir haben es hier mit freier, wilder Magie Dämonen, zu tun. Dämonen, sag ich doch. Nein, es hat nichts mit Dämonen zu tun. Freie, wilde Magie hat nichts mit Dämonen zu tun. Menschenskinners. Eine andere Magierin mischt sich ein. Aber so frei ist es ja nun auch nicht. Es scheint ja einer Linie zu folgen. Okay, was passiert, wenn wir einen Baum ansehen? Die Wurzeln gehen tief, aber trotzdem finden sie ihren Weg. Das Gleiche kann man so sehen mit den magischen Linien. Hier, Sanja packt so ein zerfettetes Pergament, was offensichtlich in den letzten Tagen schon öfter mal aufgefalten worden ist und wieder zerknüllt worden. Ich habe es Ihnen schon 1000 Mal gezeigt. Hier sind die Linien, die ziehen sich durch die ganze Erde durch. Fertig. Wie Wurzel eines Baumes. Ja. Es bleibt aber trotzdem die Frage, warum diese Ausbrüche hier stattfinden. Diese Frage stellt sich, aber es hat sich immer noch nicht mit Dämonen zu tun. Dafür sind wir da, aber es hat nicht mit den Dämonen zu tun. Und wenn doch? Hat sich die Frage schon mal gestellt? Was ist, wenn wir einfach den dämonischen Einfluss übersehen haben und er jetzt hinter uns ist und man uns in den Rücken fällt deswegen? Ich meine, die Linien bleiben ja auch, wenn wir darauf entlangziehen. Und wenn hinter uns irgendein Nekromant, der sich irgendwo getarnt hat, einen Dämonen aufgrund dieser Energien beschwört und uns in den in den Rücken fällt. Da müssen wir Vorkehrungen treffen. Sie wollen mir also wirklich erzählen, Herr Kollege, dass wir seit mehreren Jahrhunderten auf diesen dämonenverseuchten Linien wandeln und bisher nichts passiert ist, aber jetzt, genau in diesem Moment, das ist alles vorgeplant. Also das kommt mir doch sehr nach Verschwörungstheorie vor.
Ich verstehe es ja auch nicht, warum die Energie hier so stark ist. Das versuchen wir ja zu erforschen, Herr Kollege. Ja, ich bin ja nur dafür, dass wir unseren Rücken absichern. Sie können ja gerne zu Frau Rattel gehen und vielleicht ein paar Leute dazu abstellen, Schutzzauber hinter uns zu wirken. Aber ich glaube, das ist einfach nur Verschwendung von magischer Kraft. Ich werde Sie kontaktieren. Tun Sie das. Und Asani nimmt einen großen Zug Löwenzahntee, um das Gespräch herunterzuspülen. Osko kommt da vorbei und hört das Gespräch. Osko würde sich langsam dem Gespräch nähern, darauf bedacht zu sein, die Herren und Damen da nicht zu stören und vielleicht in dem Zug, als Asanio gerade seinen Tee wieder absetzt, würde dir eine Hand sanft auf die Schulter klopfen. Asanio, beruhig dich. Stress ist nicht gut für die Gesundheit. Hallo, mein Junge. Wir sind zum Gruße, Herr Gerdenthal. Gerade zum Gruße. Und Osko verbeugt sich leicht. Hat Elena schon mit dir geredet? Ich habe sie vorhin gesehen, aber so Gespräch kann man das jetzt nicht nennen. Gut, dann wird sie wahrscheinlich noch auf dich zukommen. Weißt du, wo Jandrik ist? Nein. Nein. Wenn du ihn siehst, kannst du ihm bitte sagen, dass ich mit ihm reden möchte? Dringend? Ich muss hier noch ein wenig... Du bist beschäftigt. Ich sehe das schon. Das kann ich machen, ja klar. Toll, danke dir, mein Junge. Und damit dreht sich Astani wieder zurück und ist weiter in Diskussionen vertieft. Die Magierin vor dir sagt, dieser Elementargeist, von dem ihr gesprochen habt, und dann... Elementar, was auch immer. Und Osko zieht dann weiter ab. Ja. Wenn Jandrik durch das Lager gestriffen ist, findet er dann irgendwo auch Vestalia und Illurion sitzen, ebenfalls Haferbrei schlurfend. Und Illurion winkt ihm. Ja, das ist genau die richtige Ablenkung. Also dem will ich eh was fragen. Bis dahin, ja. Und deswegen setze ich mich hier. Ja. Boron zum Gruße. Boron zum Gruße. Stalia nickt nur. Neigt sich. Das war eine anstrengende Nacht. Ja, ich glaube, ich habe auch einen Becher zu viel gehabt. Einer wäre ja noch okay gewesen, aber ich habe mich nicht mehr an diese große Hühnin erinnert. Ich habe sie völlig vergessen. Ja, doch, der du den Wein ausgegeben hast. Bryn Mara. Ja, hat sie mir dann auch gesagt, aber egal. Ich habe jetzt mal was anderes hier. Die Leute, die drehen langsam durch, ne? Und der hat jetzt meinen Blick auf Bestalia gerichtet. Wenn das so weitergeht, Augenbraue hoch, so. Wenn das so weitergeht, dann gibt es hier noch Streitigkeiten. Ja. Ich habe gestern schon einige Leute Dinge sagen hören, für die man auch vor ein Gericht kommen könnte, wenn man sie zu laut sagt. Ach, jedes Mal, wenn wir irgendwie nicht sofort in den Kampf stürzen, passiert hier so etwas. Naja, wir haben ein Momentum. Man könnte schon argumentieren, dass es auch taktisch irgendwie keinen Sinn macht. Bestalia macht dann irgendwie ein paar Handzeichen, so irgendwie Stopp. Sollst du aufhören, sollst zu reden. Dann tippt sie sich so an die Stirn, um so anzudeuten, dass da wohl irgendwie eine Idee dahinter steckt. Ja. Das denke ich mir schon. Aber diese Politik des Schweigens, das vertragen die Männer nicht lange. Illurion meint dann, nun, wie ich das Ganze verstanden habe, geht es Borondria um die Seelen von Altzoll.
Sie meint, wenn wir jetzt sofort auf die Stadt draufziehen und eine Belagerung starten, so wie das einige hier fordern, dass es wird definitiv zu einer Belagerung kommen, weil wir wissen, dass ein großer Teil der Drachengarde dort ist. Dann werden die Verteidiger wohl alles tun, um unser Heer zu brechen. Eben auch die Bewohner der Stadt massenhaft zu opfern, um dann Untote zu erheben. Ja, das macht Sinn. Das klingt nach etwas, was sie machen würden. Das ist nicht wie alle anderen Städte, die wir bis jetzt befreit haben, Jandrik. Da sind es der Nekromantenrat. Da sind die fähigen Magier. Das Übel hat dort die Wurzel. Gibt es einen Plan, um dieses Problem zu lösen? Borondira hat wohl irgendeinen Plan oder sind darüber nach. Ich bin da jetzt auch nicht alle eingeweiht. Gestern kam, du hast es doch mitgekriegt, diese Abhandlung von diesen Wilden, die du als Verbündete aufgetan hast. Ja. Sie haben gestern lange mit Borondria gesprochen. Aber was da rausgekommen ist, weiß ich noch nicht. Das sind stolze, tapfere Leute. Etwas eigen, etwas anders, keine Frage, aber sie sind tapfer und stark. Ja, und eigenartig. Vor allen Dingen diese Anführerin, Chaika oder so, wie die heißt. Ja, das mag sie sein. Eigenartig. Ja, sie hat gesagt, sie war mal Teil des Nekromantenrats. Ja, ich weiß. Das hat sie mir auch gesagt. Ist dir trotzdem vertraut? Meine Mission, meine ursprüngliche, die war gar nicht so unähnlich. Also, warum sollte ich nicht versuchen, Leute, die Dinge wissen, die uns helfen können, auf unsere Seite zu kriegen. Mit Vertrauen hat das erstmal gar nichts zu tun. Man kann mit jemand an der Seite kämpfen und trotzdem mit einem Seitenhieb rechnen. Aber wenn ich nur mit denen kämpfe, denen ich vollkommen vertraue, dann komme ich nicht weiter, nicht in einem solchen Krieg. Vermutlich hast du recht. Sie haben dieselben Interessen wie wir. Das ist alles. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder nicht? Manchmal schon. Manchmal ist er aber auch ein weiterer Feind. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Aber es schien mir in dem Moment einfach gut, eine gute Idee. Es würde schon helfen, wenn Borondria sich nicht immer so zurückziehen würde in ihrem Zelt und auch mal öfters ein paar Ansagen drücken würde. Das ist ja das, was ich sage. Die Leute ertragen das nicht lang. Ha, ich ertrage das nicht lang. Ich muss seit Tagen hier herumsitzen. Du weißt, wie gut ich im Rumsitzen bin. Ich mache Unsinn, wenn ich im Rumsitzen bin. Das hat man gestern Abend gemerkt. Ich habe nichts gemacht. Aber du wolltest. Ich habe nichts gemacht. Außerdem rede ich jetzt nicht mehr ohne meinen Anwalt. Wo ist Astanio? Bestalia macht so ein paar Gesten und Jandrik versteht, was sie ausdrücken will mit den Händen und sagt, manchmal ist Schweigen auch eben besser. Davon habe ich gehört. Ich wollte es mal ausprobieren. Eines Tages mache ich es mal. Ein schweres Seufzen kommt aus ihrer Richtung. Jandrik lächelt. Was mich so stört, ist, ich würde gern irgendwas tun. Wir kriegen keinen Auftrag, gar nichts mehr. Ich denke, wir könnten da helfen bei der Sache in der Stadt. Wer wäre besser, als sich in die Stadt zu schleichen, als wir? Wieder sie angeschaut. Sie stutzt kurz, überlegt und nickt dann. Hendrik lächelt. Er hat gesagt, was er sagen wollte. Dann schlägt er seinem Freund auf die Schulter, verbeugt sich vor der Frau und ich muss weiter noch ein paar Sachen erledigen. Mit Sicherheit.
Und rausfinden, wem ich noch einen Trink angeboten habe. Und damit marschiert er davon. Ja, am Esstisch sind, glaube ich, nur Mora und Elena zurückgeblieben, ne? Mora, du siehst auch aus, als wäre dir eine Laus über die Leber gelaufen. Ist dein Essen jetzt auch gerade nicht mehr angerührt? Es schmeckt ja auch mies, seien wir doch mal ehrlich. Das ist ein guter Nahrhaft. Ja. Wir sollten jetzt für jede Mahlzeit, die es gibt, dankbar sein. Wir wissen nicht, wie lange es noch was gibt. Ich meine, wir haben zwar Geistfeld im Rücken, aber... Und Altzoll vor unserer Nase. Genau das. Die Frage ist, wie lange halt unsere Verbindung nach Geistfeld hält, wenn da sich irgendwas dazwischen bewegt und die Vorräte abschneidet. Mhm. Kann das ganz schnell ganz anders aussehen. Dieser Brief, der ist ein zeitlicher Vorteil. Eine Information, ich weiß nicht, wo Jandrik oder Kriegfuhl ihn abgefangen haben, aber vielleicht sollten wir, ich hab Osko diesen Brief gezeigt und mitgegeben, diese Abschrift. Aber vielleicht sollten wir den Weg direkt gehen, direkt zu Borondria. Sie wird davon wissen wollen. Ja, das ist der zeitliche Vorteil, wir dürfen diesen Sand nicht zwischen unseren Händen verrinnen lassen. Ja. Naja, es wäre natürlich gut, das Dokument zu haben. Du hast das Original, müsste bei Jandrik gesehen haben, oder? Ich weiß gar nicht, was er eigentlich... Er hat es wahrscheinlich nicht gesehen. Hast du ihn heute Morgen schon gesehen? Ich habe ihn irgendwie... Ja, verpasst. Er ist mir schon unter die Augen getreten. Erzähle ich dir vielleicht später. Warum sind Männer so kompliziert? Weil es Männer sind. Die sind eifersüchtig, nur weil man vor 10 Jahren mit einem Kerl geschlafen hat, damit Geheimnisse Geheimnisse bleiben und glauben einem vielleicht noch nicht so ganz, dass da nichts dabei war, außer dass die Geheimnisse geheim bleiben sollen. Ich meine, ich habe auch noch keinem von euch erklärt, was es überhaupt heißt, Amazone zu sein oder was halt sowas mit sich bringt. Das sollte ich vor allen Dingen, glaube ich, mal Astani erzählen, warum das halt mir der Vater von Fenja nichts bedeutet. Im Gegensatz zu ihm. Und Mora lächelt. Ja, Amazonen macht Dinge anders. Das hat man mir schon öfters gesagt. Ja. Ihr habt es mit den Männern nicht so, oder? Vielleicht habt ihr ja recht damit. Ja, Männer sind da, damit unser Volk erhalten wird. Oder sind da, damit das Volk der Amazonen erhalten wird. Was macht ihr, wenn einer von denen mal etwas zu anhänglich wird? Dann wird ihm klar und klipp und klar mitgeteilt, dass er das zu lassen hat. Und er wird halt gefordert. Und dann richtet Rondra. Das klingt ziemlich eindeutig. Aber vielleicht etwas knallhart, um das, für die breite Masse so einzufordern. Ruhig ich auch gar nicht. Es war nur ein Gedankenexperiment. Aber ich glaube, das Matriarchat werde ich so schnell noch nicht ausrufen. Nee, ich glaube, da werden einige was dagegen. Wer weiß? Wer weiß, wie es hier in 2, 3, 4, 5 Jahren aussieht, wenn Borondria mit der ganzen Sache hier fertig ist. Das werden wir sehen. Ich bin dann hoffentlich mit Astania vom Bauernhof. Und hab vielleicht eine eigene Schmiede wieder. Das hat echt Spaß gemacht. Da sehe ich mich eher als auf dem Feld, aber naja. Das wird das vielleicht auch noch auf mich zukommen. Bauernhof? Den Vorschlag hat er gemacht. Ja, es klingt äußerst seltsam, aber... Ist der Romantiker oder so?
Aber wir reden hier über Stanio, es tut mir vielleicht, leid. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Naja, ist auf jeden Fall, wissen wir beide Ohren, fuck, liebt ihn nicht. Ah ja. Nichts für ungut, aber ich kann mir dich auf einem Bauernhof nicht so richtig vorstellen. Und ihn. Deswegen ja die Schmiede. Er hat es vorgeschlagen, ob das dann so kommt, werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall wieder zu meiner Tochter. Und auch deswegen sollten wir uns beeilen. Ja. Ich schaue nach dem Brief und dann gehe ich zu Borondria, wenn man mich zu ihr lässt. Willst du da alleine hingehen? Ich glaube, eine Amazone käme mir gerade recht. Dann lass mich noch aufessen und dann gehen wir gucken, ob Jandrik tatsächlich den Brief nicht gefunden hat. Gut. Und dann ist Elena eben wieder zurück. Auf. Ist auch tatsächlich von Osko noch die halbe Schüssel. Irgendwie hat sie Hunger nach dem Kampftraining mit Astanio. So, dann lass uns das Grab noch zurückbringen. Und dann hoffen wir mal, dass Jandrik gestern zu betrunken war, um diese Schriftrolle zu bemerken. Und Simora macht sich auf mit Elena noch zum Zelt von Jandrik. Und sie hält tatsächlich auch Ausschau nach Kriegfuhl. Ja, wenn ihr an das Zelt anlangt, dann könnt ihr da natürlich rein. Ja. Mora beobachtet, also so die letzten paar Schritte bis zum Zelt, beobachtet sie aufmerksam ihre Umgebung und dann, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, schlüpft sie in das Zelt und sucht nach der Schriftrolle. Ja, die liegt ziemlich präsent neben der Schlafstadt von Jandrik. Allerdings siehst du auch dort dann Kriegfuhl auf der Seite von so einem Schemel balancieren. Pass auf, sonst fällst du noch. Und sie nimmt die Schriftrolle an sich. Niemals! Also begleitest du uns noch ein wenig. Dann gutes Gelingen. Und sie wendet sich eigentlich schon fortwendend. Stopp! Halt die. Mora schaut ihn an. Bitte? Du hast mich ja gestern ausgetrickst, ne? Ich sage mal, das war ein Gruppenerfolg. Heißt, du musst unglaublich weise sein. Raffiniert. Manchmal sagt man mir nach, ich wäre raffiniert. Weise, eher weniger. Ich frag mich Dinge. Das ist richtig. Was fragst du dich, Kriegfuhl? War noch nie von so Hause so weit weg. Ungewöhnlich. Ich meine, gefällt mir bei Jandrik immer viel zu tun. Lustig. Interessant. Er ist geschäftig. Weißt du, wo er gerade ist? Redet mit stummer Frau? Ah, interessant. Worüber? Weiß nicht, soll ich gucken gehen? Das wäre gar nicht so schlecht. Wir treffen dann uns dann in meinem Zelt. Aber ich habe vorher noch Frage. Wenn du so weise, warum bin ich so lange hier? Was meinst du damit, so lange hier? Warum wir hier gewohnt. Alle? Nein, ich. Kriegfuhl. Naja, du bist so lange hier, weil du nicht weggehst. Aber sonst gehe ich immer weg. Warum gehst du nicht weg? Vielleicht, weil wir dich sehen. Ich kann gar nicht mehr richtig weg. Also, muss ich nicht. Früher musste ich immer. Was ist anders dieses Mal? Ich muss nicht. Fühle mich immer noch stark und mächtig.
Krieg voll Bester. Reckt so die kleinen Astärmchen. Ich glaube, das ist etwas, da solltest du mal mit Astanio drüber sprechen. Nein, ich rede nicht mit Magiern. Doch, doch, ich glaube, in dieser Sache ist er der Beste. Magier sind voll bäh. Solltest du ihm vielleicht nicht so sagen. Aber vielleicht weiß er, warum du nicht mehr zurück musst. Das hat bestimmt mit diesen Linien ist zu tun. Ist er schlauer als du? Naja, wenn es um diese Kraftlinien geht, um was? Dann vielleicht ein wenig. Naja, dieses in Geisfeld, da blüht es doch so ordentlich. Ja, schön, aber es kriegt wohl's Haus. Ja, und das ist ungewöhnlich. Da liegt so eine Kraftlinie. Vielleicht hat die auch dein Haus gebaut, das weiß ich nicht. Vielleicht hast du dein Haus gebaut, das geht mich nichts an. Ich habe mein Haus gebaut. Gut. Hast du nicht irgendwen anders mein Haus bauen? Vielleicht hat es mit dieser Kraftlinie zu tun. Die ist dann nämlich besonders stark, wie ich gehört habe. Und anscheinend sind diese Kraftlinien jetzt anders als noch vor ein paar Wochen. Wie gesagt, Astanio, der ist gerade beim Frühstück und sie weist so über ihre Schulter in dem großen Zelt. Kannst du ihn nicht fragen für mich? Das könnte ich, aber ich bin gerade auf einer anderen Mission und sie wedelt so mit dem kleinen Pergament. In dem Moment wird Jandrik vielleicht wieder zurückkommen in sein Zelt und Elena davor stehen sehen. Ah, hi, wie geht's? Und ich gehe an ihr vorbei ins Zelt. Guten Morgen. Und wenn ich die Plane wegschiebe und dort steht Mora sehe, direkt vor deinem Bett. Dann bleibe ich erstmal stehen und schaue. Sie dreht sich auf dem Absatz um. Ach Mist, du schon wieder. Es ist mein Zelt. Da bin ich manchmal. Ich wollte auch schon wieder gehen. Aha. Vielleicht begleitest du mich. Ja, vielleicht begleitest du mich. Wohin? Zu Borondria. Elena steckt den Kopf rein. Du solltest ihm vielleicht vorher den Zettel lesen lassen, damit er weiß, wo er dran ist. Richtig. Und sie steckt dir, also sie ins Gesicht hält sie so eine kleine Pergamentrolle. Das hat Kriegfuhl abgefangen. Das ist ein Brief. Ein böser Blick in Richtung Kriegfuhl. Und warum weiß ich davon nichts? Du warst anscheinend zu betrunken. Du bist ins Bett gefallen. Und heute Morgen? Heute Morgen hast du dort auf dieser Lampe Handstand gemacht. Du hättest mir sehr wohl sagen können, dass ich irgendeinen Brief bekommen habe. Dachte, du wärst schlau. Wir haben ihn schon gestern gelesen. Er nimmt den Brief und öffnet die Schriftrolle. Was steht da? Steht. Bis zur Rückkehr unseres geschätzten Herrn Lucardus von Kemet werde ich die Geschäfte der Stadt und des Rats führen. Ich konnte ihn davon abbringen, die Steuern zu erhöhen, um weitere Kämpfer für seinen Kriegszug anzuwerben. Allerdings muss ich in seinem Namen leider verlangen, dass 20 weitere Waffenknechte in Sold genommen werden, um seine Eskorte auszugleichen. Deshalb muss jede Zunft und jede Gilde im Monat einen Golddukaten zusätzlicher Abgabe leisten. Gezeichnet Arnhild von Darbonia. Wo hast du das her, frage ich den Geist. Von einer dieser schwarzen Blechbüchsen abgenommen. Geklaut, oder was? Gestohlen? Ja. Ganz heimlich. Und wo war die? Auf dem Wald. Auf dem Wall? Wald. Auf dem Wald. Oder also im Wald. Ich war auf dem Wald. Egal, also sie war im Wald. Und da hast du ihr die Schriftrolle gestohlen.
Der Blechbüchse meine ich jetzt. Ja. Ja. Und damit wollt ihr zu? Zu Borondria. Es ist eine wichtige Information. Und es ist ein zeitlicher Vorteil. Wenn auch nur ein kleiner. Ja. Wir wissen nicht, wohin er ist, aber er hat eine Leibwache mit sich genommen. Und ich glaube, wohin und warum und wieso, das wird sie wissen wollen. Zumindest dieses kleine bisschen hier. Und wieder nimmt Mora das Pergament an sich. Ja. Vielleicht empfängt sie uns ja. Ich glaube es zwar nicht. Ich habe eben schon einen kleinen Versuch unternommen, uns in Beschäftigung zu bringen. Allerdings nicht auf dem direkten Weg, aber mit sowas vielleicht. Wir können es probieren. Ja, versuchen wir es. Wenn nicht, gibt es andere Wege. Dann sehr gut. Schaut er sie noch mal kurz an. Und das hättest du mir vorhin nicht sagen können? Ich hatte anderes im Kopf. Habe ich gemerkt. Er dreht sich um und geht aus dem Zelt. Brickfuhl schüttelt so mit seinem hölzernen Kopf. Und dann wartet er, bis Mora rauskommt. Ja, sie kommt nach einem kurzen Durchatmen hinter ihm her. Und streckt Zepa nochmal den Kopf ins Zelt und schaut den Geist böse an. Wir haben uns noch zu unterhalten, wenn ich Zeit finde, du kleine Petze. Und ja, dann geht er los. Sei nicht zu hart zu ihm. Unsere Verhörtaktiken waren raffiniert. Ihr hattet offensichtlich nichts zu tun gestern Abend. Es war zumindest erstmal auch ein Aufsehen, dass du diesen... Wo hast du ihn eigentlich her? Aus dem Wald. Nachdem die Villa abgefackelt ist. Ich bin den Hang hoch, um mich ein bisschen den Kopf zu klären. Dann schaute sie noch mal an und über Dinge nachzudenken. Und dann war er plötzlich da. Ich habe diese Sache, die du mir vorgeworfen hast, auch nicht zu ihm gesagt. Ich habe sie in die Natur gesagt. Ich konnte ja nicht wissen, dass in der Natur irgendwelche Geister herumhüpfen, die dann wiederum alles weiterpetzen. Aber jetzt lächelt er. Ja, besser als Bäume, die Pferde fressen, oder? Alles ist besser als Bäume, die Pferde fressen. Vieles ist besser als Bäume, die Pferde fressen, kommt von Elena, die hinter den beiden hergeht. So ein bisschen darauf achtet, dass sie sich hoffentlich nicht die Köpfe einschlagen. Aber da, also zumindest von Jandrik geht keinerlei Aggression aus. Nee, aber trotzdem so schmunzelnd läuft sie hinter denen her. Guckt mal links, guckt mal rechts, so ein bisschen. Begleitet die. Also Elena begleitet uns. Sagt Mora gerade. Ich meine, als Amazone. Wo sind die anderen? Ich glaube, Astanio war noch beim Frühstück. Ein wissenschaftlicher Diskurs treibt ihn um. Und Osko? Oh, Osko. Den hatte ich eigentlich geschickt, um dich zu suchen, um dir diese Nachricht zu geben. Also eher gesagt, die Abschrift, die ich von dem Brief gemacht habe, bevor ich ihn wieder neben dein Bett gelegt habe. Damit ich nicht auf die Idee komme, dass du ihn schon gelesen haben könntest. Meinst du? Richtig. Verstehe. Ja, wir sollten schon Oscar und Astanio mitnehmen. Wenn wir so etwas besprechen wollen, sollten wir vollzählig sein. Vor allem habe ich, wenn ich schon vor Borondria stehe, noch einen kleinen Vorschlag zu machen. Oh, was denn? Ich will in die Stadt. Es wundert mich nicht, Hendrik. Ich sitze seit mehreren Tagen hier rum. Natürlich will ich was machen. Und es hat gehießen, Sie suchen nach einem Weg, die Stadtbevölkerung zu retten. Klingt nach unserem Job. Willst du in den nächsten Kessel? Ja. Oh. Wir könnten uns auf jeden Fall reinschleichen. Schauen, was uns erwartet. Die Tore öffnen. Ganz genau. Das war mein Gedanke.
Und die Leute so in Panik versetzen, dass sie fluchtartig die Stadt verlassen. Wenn man sie denn rauslässt. Wenn man sie rauslässt. Wir finden einen Weg. Nachdem, was ich gehört habe, haben sie sich ziemlich verbarrikadiert. Ich suche Osko. Wir treffen uns wieder hier im Zelt, oder? Oder hier vorne dran und dann gehen wir los, wenn wir alle zusammen haben. Ja, Astanio war da hinten bei diesen Magiern, hast du gesagt? Ja. Ja, beim Frühstück. Holst du ihn? Mach ich. Als Osko noch mal ein bisschen vor dem Magiertisch weiter wegläuft, läuft ihm einer der Magier hinterher, also der nicht vom Tisch kommt, aber ist ein der an dem Tisch vorbeiläuft. Bruder Gerdenthal, oh. Bruder Gerdenthal. Osko dreht sich um. Gerade zum Gruße. Kennen wir uns? Ja. Ist etwas außer Atem. Wir sind jetzt zum Gruße. Atmet erst einmal durch. Ja, dann schickt mich zu euch. Er ist schwer beschäftigt und ich habe irgendwie eine Entdeckung gemacht und ich brauche einen kundigen Pflanzenkundler. Osko setzt tatsächlich seit langem mal wieder ein ehrlich gemeintes Lächeln auf. Pflanzenkundler. Ja, natürlich. Folgt mir. Ich habe diese Kraftlinien untersucht. In dem kleinen Wäldchen, da wo wir eigentlich nicht rein sollten, da wo dieser, ja, da bin ich hier hingegangen und da habe ich was gefunden. Ja, wie ihr meint, was ist das denn, was ihr gefunden habt? Ich habe ein Blumenfeld gefunden. Ein Blumenfeld? Ja, sehr eigenartig, höchst eigenartig. Blumenfeld im Sinne von also wachsende, blühende. Ja. Es ist sehr, sehr, sehr eigenartig. Es ist, wir sollten ja nicht in diesen Wald hinein, weil man den Bäumen und Büschen dort ja von außen schon ansehen konnte, dass sie so vom Omega-Therion berührt waren. Und vom Omega was? Nicht wichtig. Magisch verändert. Und, Okay, ich verstehe. Ihr müsst euch mit eigenen Augen sehen. Ich kann das schlecht beschreiben. Vor allen Dingen nicht jemanden, der nicht in die Materie der Kraftlinienmagie eingeweiht ist. Vielleicht, ich bräuchte jemanden, der mir das übersetzt. Kennt ihr jemanden, der die Fachbegriffe für euch übersetzen kann? Auf die Schnelle gerade hier nicht, Wart ihr nicht immer mit diesem komischen Magier zusammen, der ja auch hier im Osten aufgewachsen ist? Dieser alte Mann? Ja, Astano, ja. Aber der ist doch beim Essen. Kann der nicht mitkommen? Das ist jetzt unwichtig. Ihr müsst das sehen, was ich nicht gefunden habe. Ja, dann lass mich zuerst Astano holen, dann können wir uns das... Ja, schnell! Ja, vielleicht reden. Ich bin doch keine Eule. Und Osko dackelt dann in die andere Richtung zum Essen wieder. Das Riesenbockmist hier. Astanio? Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr. Ja, was ist los, Junge? Hast du kurz noch einen Moment Zeit? Astanio, der sich gerade davor graut, das dritte Mal erklären zu müssen, warum die Kraft, die hier nichts mit dämonenverseuchten Nekromanten zu tun haben, sagt, natürlich, ich glaube, hier ist ja eh alles gesagt, was man sagen muss, nicht wahr, Herr Kollege? Nennen wir es ein Unentschieden. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich den Herrn Zjörnesberg einmal mitnehme. Vielleicht können Sie ja später weiter diskutieren. Oh, das werden wir. Gut, wir sind der Weiß, wir werden. Komm, lass uns gehen, Junge. Schnell, flüstert dir Astanio zu und drückt dich so ein bisschen aus dem Zelt raus. Ja. Ist ja gut. Oh, wenn du wüsstest, wie nervig es ist, mit solchen Sturköpfen zu argumentieren. Das kenne ich doch allzu gut, aber in einem anderen Kontext. Ja, ich weiß, Jan-Rick ist manchmal schwierig, aber gut. Was wolltest du denn von mir?
komm am besten mit einer deiner Kollegen, der Magier. Wollt mir was zeigen? Du müsstest einmal übersetzen. Er redet die ganze Zeit in irgendwelchen Worten, die ich nicht verstehe. Was für ein Kollege? Osko würde diesen Magister beschreiben. Er beschreibt Gunther Heilbrenn, einen, der sich fast nie an den theoretischen Sachen beteiligt, sondern der immer darauf brennt, hinauszulaufen und diese Kraftlinien doch vor Ort zu untersuchen, egal was da ist. Ah! Der Selbstmordtheoretiker. Ah ja. Der was? Ach, nichts. Nur ein Lagername. Lass ihn uns aufsuchen, um Gottes Willen. Das klingt ja sehr reizend. Die Kurzfassung, er hat wohl etwas wie gefunden, was er besser, wenn man Hilfe braucht. Aber wie gesagt, er textet mich die ganze Zeit zu mit irgendwelchem Magier. Verstehe. Wo ist der? Ich habe ihn da hinten stehen lassen. Komm. Er war irgendwie sehr in Eile, wie ich die ganze Zeit schon heute. Ja. Ihr trefft ihn und lauft hinaus aus dem Dorf und aus dem Lager hinüber zu dem kleinen Wäldchen, was in der Tat den Ruf hat, Dämonen verseucht zu sein. Ähnlich wie das irgendwie schon aus Neu-Ogrenwacht kennt soll oder ein menschenfressender Baum sein zum Beispiel und so. Und auch wenn ihr das Wäldchen dann betretet, ihr seht halt eine deutliche Schneise, wo von verbranntem Geäst, Dornengeäst, was anscheinend der Magier freigebrannt hat. Und er läuft dann auch ziemlich, ohne drauf zu achten, wo er hintritt, sofort in dieses Wäldchen hinein. Und es ist ziemlich düster und man sieht auch schon, dass sich einzelne Baumranken und so auch bewegen. Astonio seufzt. Darf ich vorstellen? Der Selbstmordtheoretiker. Und läuft ihm hinterher. Herr Kollege, achtet doch bitte auf euren Schritt. Hier drüben. Nicht so nah an die Dornen ran. Ach. Schnickschnack. Ja, was ist denn hier? Und Asadio versucht so über seine Schulter zu gucken. Er läuft so ein bisschen durch das Dickicht und der Magier verwandelt seinen Stab in ein Flammenschwert und schlägt dann noch so ein paar Sachen weg. Ja, hier vorbei, ist schon wieder zugewuchert. Osku, wie in Neu-Ogrenwacht, Schritt für Schritt. Wenn er sich auffressen lassen will, dann ist das halt so. Hier. Das sehe ich vielleicht anders. Hier hinten, kommt rein. Und Asanio stolpert durch diese verbrannten Wurzeln, seinem Kollegen hinterherzukommen. Es bietet sich ein sehr, sehr eigenartiger Blick, denn es ist tatsächlich so eine Art menschenfressender Baum, wie ihr den in Neu-Ogrenwacht gesehen habt, der irgendwie deutlich auch Bewegungen vollzieht, in der Mitte einer Lichtung steht. Aber die Lichtung ist über und über mit bunten Blumen bewachsen und kleine, ziemlich hell strahlend grünen, vor Leben strotzenden kleinen Schlingpflanzen schlingen sich so den Baum enthoben und der, wenn man so schaut, könnte man fast denken, dass der Baum sich so krümmt und vor Schmerzen irgendwelche Laute von sich gibt, aber es kann auch nur der Wind sein, der jetzt hier irgendwie durch dieses Blätterdach rauscht. Und dann seht ihr, dass innerhalb dieser Blumen auf dem Boden ein paar Skelette liegen, die sich noch bewegen. Also Untote, die aber von den Pflanzen überwuchert werden und gegen Boden gezogen werden. In diesem Fall ist es... Genau das meine ich. In diesem Fall ist es Osko, der dann die beiden anderen hinter sich lässt und sich diesem Schauspiel nähert. Was? Bei der Herrin des... Boah. Kollege, ihr wart doch schon... Gibt es Aufzeichnungen davon, dass Pflanze gegen Pflanze kämpft?
Nicht, dass ich wüsste. Man sieht jetzt tatsächlich so kleine Sprossen, die sehr, sehr schnell wachsen, den Baum entlang hochwachsen, wie so ein Efeu sich da rumwickeln und auch dann blumenartige Triebe irgendwie aussenden. Überall surrt und sirrt ist, weil auch ein paar Insekten herumfliegen und die offenen Blüten bestäuben. Wir haben immer noch Winter. Ne? Also ist es jetzt so, dass die dass diese Ranken jetzt dem sozusagen offensichtlich dunkelmagisch verseucht sind, oder ist der Baum dunkelmagisch verseucht? Der Baum ist das, was ihr kennt. Also so düster, verzerrt, kroppelig und bewegt sich auch. Und diese Ranken bewegen sich halt auch, aber sind halt hell und sprießen das die ganze Zeit irgendwie, irgendwo sprießen Blüten auf und so. Osko. Ja, ich bin schon dabei. Nein, mich erinnert diese Szene an etwas. Das haben wir genauso schon mal andersherum gesehen. Was meint ihr? Im Wall. Dornblatt. Ja. Nur da war es so, dass der Baum, dass der gute Baum gezüchtigt worden ist. Ja, du hast recht. Lass mich das einmal genauer anschauen. Einen Moment. Und Osko nähert sich, erst schnellen Schrittes, dann mal langsamer werdend, je näher er diesem Blumenbeet, diesen Blumen kommt und würde sich dann an den Rand dieses Feldes begeben und sich dann einmal eine dieser Blumen genauer anschauen, was das für eine Blume ist, zum Beispiel erstmal schauen. Es ist sehr, sehr eigenartig für dich, weil du kannst sie nicht wirklich einer einzelnen Pflanzenart oder so zuordnen. Du kennst sehr, sehr viele Pflanzen, die hier wachsen, aber es scheint so, als ob diese Blüte auch eine Mixtur ist aus verschiedenen Pflanzen und vor allen Dingen, wenn du sie so abreißt unten, der Stiel, der ist so leicht nesselnd. Und während du dann die Pflanze in der Hand hast, fängt sie auch schon wieder weiter an zu wachsen. Osko würde dann die Pflanze, die er gerade aus dem Erdreich wieder genommen hat, wieder langsam zurücksetzen. Die Erde wieder drumherum. Verbindet sich dann automatisch sofort wieder mit dem Boden. Und Osko schaut dann gen Himmel und murmelt mehr in sich selbst, als wirklich zu den anderen beiden sprechend. Ist das dein Wirken? Bist du das? Es macht lautes Knick und Knack, dann ist einer der Äste des Baumes abgebrochen und auf der anderen Seite einer der Skelette. Da bricht gerade der Schädel in zwei Teile. Das Skelett bewegt sich zwar aber immer noch. Also, Herr Kollege, wenn ich mal theoretiken darf, ich gehe davon ganz stark davon aus, dass sich dadurch, dass wir langsam aber sicher in das Landesinnere hervorstoßen, sich das Land rehabilitiert. Naja. Dazu vielleicht, Arsenio. Das sieht, ich habe es alles analysiert hier. Es ist eine Mischung aus einem Haselbusch und Ginsterkraut, ähnlichem magischen Phänomen. Vielleicht auch noch, wie heißt dieser Zauberspruch? Fesselranken, genau. Auf jeden Fall hat es elementare Kodizes und Signaturen. Möglich, ja. Passt aber nicht zu dem, was ich beobachtet habe. Wenn ihr seid offensichtlich ein Mann der Tat. Ja? Dann ist euch doch eventuell aufgefallen, dass auf dem Weg so etwas nicht zu beobachten war. Ich bin... Nur nicht in diesem Ausmaß. Ja, eben. Es war sehr verhalten. Oder? Mal hier, mal dort, aber das hier ist doch wirklich ungewöhnlich. Mhm. Vor allem an diesem Ort. Es scheint sich gegen die dämonische Verseuchung zu richten. Seht, wie es da die Untoten auf dem Boden hält. Ja, ich sehe es. Als ob irgendjemand der Natur sagt, dass es Untote sind. Ja, es wirkt ein wenig, als wollten die Ranken sie wieder zurück ins Erdreich befördern. Diesmal vielleicht für immer. Ich habe Spuren elementarer Geister hier gefunden, starke Spuren.
Gerade nicht hier, aber. Oh, Osku. Ich habe ein stumpfes Gefühl. Ja, los, los, Gefühl ist immer gut. Osanio sagt nur kriegvoll. Ach so, ja, das dachte ich mir auch bereits. Das können wir ja nachher mal. Mhm. Ist der eigentlich noch hier? Eine der Pflanzen schlängelt sich jetzt so Oskus Arm entlang. Merke ich irgendwie einen Druck auf meinem Arm, dass die. Nee, aber es ist so leicht nesseln feucht. Osku lässt es einen Moment erstmal über sich ergehen, beobachtet die Ranke, wie sie weitergeht. Und dann würde er sie wie wenn er eine Schlange über also, oder ein Insekt quasi von seinem Arm herunter buxieren würde, ganz vorsichtig diese Ranke von seinem Arm abstreifen und sie dann wie eine Schlange immer auf den Fingerspitzen balancieren. Was genau bist du? Schickt dich die Herrin? Und Osku schaut sich das an. Also sieht diese Schlingpflanze wirklich aus wie gewöhnlicher Efeu? Es hat Elemente davon, ja. Hm? Komm, tu mal lieber dein Werk, jetzt nicht an mir. Ich bin noch nicht tot. Und dann würde ich die Sache wie wieder gen Boden. Ja. Die Pflanze macht übrigens einen größeren Kreis um den Magier mit dem Flammenschwert. Ich verstehe auf jeden Fall die Eile, die sie jetzt an den Tag gelegt haben. Aber naja, genauere Expertise habe ich jetzt auch nicht. Ich, um ehrlich zu sein, ich bin auch nur Novize. Na, wenn das hier weiter wuchert, ich weiß ja nicht, ob das ein Ende haben kann. Einen derartigen Ausbruch elementarer Magie, ungezügelt, völlig frei, das ist selten. Nein, das ist nicht selten, das ist noch nie irgendwo vorgekommen. Na ja, gut, das müssen Sie jetzt wissen, aber ich sag mal, wenn Sie doch... Wenn das hier ein Knotenpunkt wäre, aber das ist kein, das ist einfach nur, es liegt, wir haben hier einen starken Strom, ja, das gebe ich zu. Kollege, können Sie, ne, Sie haben das ja mit untersucht, aber das ist ein ganz normaler magischer Strom hier. Asanio holt sein Monokel raus. Ja, die magischen Ströme kannst du hier deutlich sehen. Sehe ich gewisse Linien, sehe ich sowas wie einen Sammelpunkt oder sind das einfach nur. Das ist einfach nur die Linie. Die ist zwar stark, sehr stark sogar, aber geht auch weiter. Dann zeichnet so mit seinem Finger die Linie nach. Also ein Knotenpunkt ist hier nicht, Herr Kollege, da haben Sie recht. Es ist höchst interessant, aber ich kann da leider auch nicht. Dafür haben wir noch nicht die Strömung nicht gut genug untersucht. Es ist ein Phänomen. Nachdem Osku die Ranke abgewehrt hat, begibt er sich wieder an den Rand dieser Blumenlichtung und betrachtet nochmal das Gesamtbild, auch wie die Ranken sich immer mehr diesen bösartigen Baum emporschlängeln. Ja, die haben den jetzt fast schon komplett eingewickelt und man hört es auch laut knacken, also sie scheinen zu versuchen, den Baumstamm zu brechen. Vielleicht wäre es Zeit, ihn dazuzuholen, wo du gerade schon von ihm gesprochen hast. Dann müssten wir zurück ins Lager. Aber ich denke, dass er uns hier, naja, vielleicht kann er uns erklären, was hier gerade passiert. Wer? Ein Bekannter von uns, Herr Kollege, das ist, Noch ein paar reinige weiter. Nicht direkt, aber jemand, der sich mit Pflanzen noch besser auskennt als ich. Ja. Obwohl. Noch besser. Asanio lehnt sich so ein bisschen zu Osku rüber und flüstert ihm ins Ohr. Ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass wir das meinte Dornblatt damals nicht, er möchte sich daran rächen, was ihm
widerfahren ist? Ich glaube, da hast du recht. Aber genau wissen können wir das nicht. Das nein, aber... Astani schüttelt den Kopf und ruft einfach mal so in die Menge. Dornblatt? So halb fragend, halb ausrufend. Erstmal nichts passiert. Vielleicht habe ich mich geirrt. Dann sollten wir vielleicht doch unseren Kollegen zu Rate ziehen. Gunther, tut mir den Gefallen. Das sind natürlich wichtige Erkenntnisse. Ihr solltet sie sofort aufschreiben. Aufschreiben, klar. Notieren in der Stube. Könnt ihr das nicht machen? Nein. Ihr kennt die Regeln. Der es herausfindet, muss das Manuskript verfassen. Boah. Es dauert doch wieder ewig. Ich könnte hier so viele Sachen beobachten. Ihr habt unserer Sache einen großen Dienst erwiesen, Gunther. Und jetzt hopp, hopp. Ihr dürft euren Verstand nicht verklären. Darf ich wenigstens noch hierbleiben, bis sie den Baum gefällt haben? Ich will das auf jeden Fall sehen. Du schaut mal in Richtung Baum. Wie ist der Stand gerade? Ja, es geht halt, also dafür, dass das Ding halt noch, das Efeu nicht so schnell wächst eigentlich sonst, geht es ziemlich fix, aber es dauert noch eine Weile, ist ein dicker, großer Baum. Na, dann, er schaut aus gut zu ihm. Ich glaube, dass wir noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ihr habt wichtigere Dinge zu tun als ich. Ich werde das beobachten, vielleicht kann ich ein paar Notizen verfassen für euch. Aber ihr habt eure Pflichten zu tun. Ich würde gerne hierbleiben. Bruder Osko hat recht. Ihr solltet euch immer noch an die Regeln des Zirkels halten. Und euer Verstand darf nicht getrübt werden, wenn ihr zu viele Eindrücke bekommt. Ihr solltet das aufschreiben. Ihr solltet recht zügig in die Stube zurückkehren. Na gut. Was sein muss, muss sein. Ich werde euch begleiten. Osko, bist du sicher, dass du hier alleine... Astano steckt sein Schwert so vor deine Füße. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, mein Junge. Astano, ich kann damit sowieso nicht umgehen. Ich habe alles, was ich brauche. Und Osko zieht diese Sichel von seinem Gürtelschnur. Ich kenne den Feind gut, falls er überhaupt ein Feind ist. Alles gut. Ich bin schon groß. Und Osko zwinkert ihm zu. Ja, damit nimmt Astario sein Schwert und nimmt seinen Kollegen so halb unter den Arm und rennt mit ihm raus. Ja, wenn Osko dann eine Weile da alleine herumsitzt, gibt es irgendwann so ein flutschendes und flatschendes Geräusch und von auf der anderen Seite, wo die Untoten eben nicht waren, macht dieser Blumenteppich, diese große Blumenwiese gerade irgendwie so ein flutschendes Geräusch und ein Helm schießt in die Luft und landet kurz vor Osko. Ein Helm der Drachengarde. Osko schaut nach links, nach rechts und hebt den Helm auf, behält dann den Helm in einer Hand und würde dann auf die Seite des Blumenbeetes gehen, nur von der er das Geräusch gehört hat. Ja, man sieht ja jetzt, wo du ein bisschen näher da dran stehst, siehst du, dass da irgendwie auch noch so ein Leichnam oder sowas drin liegt. Bisschen schon halb zersetzt. Die Rüstungsteile aber noch sichtbar. Ach, klingt cool. Und Osko würde sich vorsichtig zwischen den Blumen umherbewegen, darauf achten. Die lassen dich auch durch. Genau. Darauf achten auch, um keine irgendwie zu zertreten. Und würde sich dann dem Leichnam nähern und dann einmal vielleicht schauen, ob der noch irgendwas dabei hat. Ja, der hat auf jeden Fall noch so Geldbeutel und Waffen und sowas kriegst du da noch finden.
Aber du findest tatsächlich auch so eine Schriftrolle mit Befehlen. Wenn du dann die aufrollst und einmal liest, siehst du, dass es Befehle sind zum Zusammensammeln von Kindern. Ausgeschnaubt. Weitet die Augen und starrt mit Zorn auf diesen Leichnam. Steckt die Schrift oder die er dem Leichnam abgenommen hat, wieder weg. Und würde dann, also, wenn er. Es ist sehr nachhaltig formuliert, so dass man halt, dass das die oberste Priorität hat. Alles andere, auch Verteidigung, hat keine Prioritäten. Ihr Bastarde. Und Osko tritt auf diesen Leichnam ein, versucht an der Delle in die Rüstung zu treten. Bei dem könnt ihr euch beeilen. Und deutet auf die Blumen. Wuchern jetzt so nochmal extra drüber. Endlich mal jemand, der mich versteht. Ja, und dann würde sich Osko noch, wo er gerade so irgendwie so auf der anderen Seite des Blumenbeetes ist, umschauen, ob das der einzige Leichnam ist von der Drachengarde. Oder es scheint hier irgendwie so eine Sammelsurium von, also findest noch ein paar andere Drachengardisten, auch irgendwie Leichname von Pferden und einige Untote. Aber die sich teilweise noch bewegen, aber halt von den Pflanzen halt fast komplett zerrupft sind. Wieder ein Zertreich mit euch, hört auf zu klappern. Und Osko würde die Leichname zählen, wie viele das ungefähr. Ja, es kommt so hin, dass es irgendwie so ein Spähtrupp oder irgendwie sowas sein könnte. Naja, ihr habt's verdient. Und Osko würde dann wieder aus dem Blumenbeet treten. Vorsichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit Pferden. Na gut. Osko schaut dann nochmal in den Himmel. Ist es das jetzt? Ist das das Zeichen? Wenn ja, hast du auf jeden Fall mal ein Zeichen gesetzt. Und das ziemlich deutlich ist übrigens. Und währenddessen schaut Osko dann auch wieder zum Baum. Also hoffentlich nicht mehr Baum. Da macht es immer deutlicher Knack. Die größten Äste sind alle schon abgebrochen. Osko steht eigentlich bereits schon am Rand des Blumenbeetes. Schaut sich dann doch nochmal den Baum genau an und würde dann irgendwie übermannt ihn gerade doch die Neugier, würde versuchen, etwas näher zu kommen, sich jetzt nochmal von Namen zu betrachten. Und würde vielleicht auch von seinem Hals die Kette nehmen, das in Holz geschnitzte Zeichen der Piranha so in die Hand nehmen und mehr aus so. Ja, aus dem inneren Antrieb heraus, vielleicht schützt es ihn davor, falls der Baum nochmal ausbricht, in einem letzten verzweifelnden Akt, will sich dann aber dem sterbenden Baum nähern. Ja, die Pflanzen lassen dich auffällig weg, die machen so Platz teilweise. Es ist auch so, teilweise, wenn du irgendwie so deine Arme bewegst, die bewegen sich so mit, also du kannst schon fast dirigieren. Osko schwenkt mal mit seinem rechten Arm. Er schaut wieder gen Himmel. Okay, das ist jetzt wirklich komisch. Und schüttelt den Kopf und würde dann wieder näher an den Baum herantreten. Da ist noch diese dämonische Fratze mit dem riesen Maul ist noch zu sehen. Aber da sind auch schon Pflanzen reingewuchert und halten die so offen. Die spitzen Zähne, die da mal waren, sind teilweise abgebrochen. Mhm. Und in diesen Ranken, die sich da drum schlingeln, sind auch dicke Dornen dran. Und dadurch, die Ranken sich ständig bewegen, was ist auch so langsam so ein Ritsch, ein Ratsch und so ein sägendes Geräusch.
Und die haben sich teilweise auch schon dick in die Rinde von dem Baum eingegraben. Ja, Osko stellt sich mit vielleicht einem anderthalb Schritt Abstand vor diese Fratze. Schaut der Fratze auch quasi in die Augen, ins Gesicht. Geschieht dir recht. Ekelhafte Perversion. So wird es euch bald allen ergehen. Früher oder später seid ihr Geschichte. Merkt ihr das? Und Osko zieht dann seine Sichel und würde dann sich mit etwas Vorsicht dieser Fratze nähern und dann mehr als Ausdruck seiner Wut eine Kerbe in das Holz von diesem Biest schlagen. So, und vielleicht irgendwie es über das Maul, über die Augen, vielleicht einmal streifen. Euch allen wird zu ergehen. Ja, wenn du diesen schlagenden Gestus vollführst, wird auch hinter dir so eine große Ranke von Schlingpflanzen entstehen und quasi über deinen Schulter hinweg nochmal so einen Schlag gegen den Baum ausführen und sich dann um den rumwickeln. Quasi deinen Schlag mitmachend. Und Osko schlägt nochmal auf das Ding ein. Und nochmal. Dann kommt von der anderen Seite noch einer und noch einer und noch einer. Und dann irgendwann zerreißt es den Baum in viele Stücke, als ganz viele dicke, fette Dornenranken ihn an ihm herumzerren. Ja, Osko bückt sich hin, hält die Arme vors Gesicht, als die Holzsplitter durch die Gegend fliegen. Und übrig bleibt nur ein Stumpf auf dem Boden, der sofort überwuchert wird. Und bunte, in allen möglichen Farben leuchtende Blüten sichtbar werden. Wieder in den Himmel schauend. Das hat gut getan. Ich denke, das wäre doch ein toller Platz für Dornblatt. Wir sollten ihn wirklich mal holen. Wenn das überhaupt möglich ist. Das habt ihr gut gemacht. Und Osko geht sich herunter zu diesen Schlingpflanzen, vielleicht auch zu einer der Blumen. Und so ein bisschen, wie er das sonst in Neu-Ogrenwacht auch immer gemacht hat, fängt er an, mit dieser Blume zu reden und redet ihr gut zu. Das habt ihr gut gemacht. Ja, die scheinen darauf auch zu reagieren. Herrin ist stolz auf euch. Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Und sachte streichelt er dann diese Pflanze. Während Astanio wieder im Lager ankommt und bevor er zu den anderen Magiern herüberlaufen kann, auf den Dreiertrupp Mora, Jandrik und Elena stößt. Gerade auf dem Weg zu Borondria sind. Die anderen drei Musketiere. Was auch immer Musketiere sind, aber gut, dass wir dich treffen. So aus Kuh gesehen? Der sitzt im verbotenen Wald. Was sagt er denn da? Der verbotene Wald wird gerade von einem guten Wald erobert. Ich vermute, dass da unser kleiner Geist was damit zu tun hat. Ich dachte zuerst an Dornblatt, aber vermutlich eher der Kleine. Und er guckt da gerade zu. Ich habe gerade mal ihr kennt den doch bestimmt auch, den Selbstmordtheoretiker. Habe ich von gehört, ja. Aha. Der Selbstmordpraktiker. Jedenfalls ist er wieder einfach mal irgendwo reingerannt, hat sich in Gefahr begeben und wir sind dann mit und ja. Und Osko ist jetzt alleine da drin? Ja. Er sagt, er ist sicher und die Blumen schützen ihn. Er ist ein großer Junge, er kann das alleine. Ja schon, aber dir ist schon klar, dass das Wäldchen ein dämonisches Wäldchen ist. Ja, und der Menschenfresserbaum wird gerade gefällt. Von den Blumen. Von Blumen und von Ranken. Erinnert ihr euch, was mit Dornblatt passiert ist im Wall? Das Gleiche passiert jetzt mit dem Baum von damals. Also mit dem Baum jetzt. Nur, dass
diesmal die Dornen richtig, also gut sind. Ist ein bisschen ja, schwierig. Ja, schon verstanden, aber das ist doch was Gutes, oder? Ich würde schon sagen, ja. Aber wir brauchen eigentlich Osko. Ja, wird jetzt schwierig sein, denn jetzt müssen wir wieder zurück. Ich bin gerade erst hergelaufen. Ich bin gerade erst den Typen da losgeworden. Wie weit ist das? 15 Minuten vielleicht, wenn wir im Marsch laufen. Es wäre schon besser, wenn wir zusammen zu Borondria gehen. Warum zu Borondria? Das erklären wir dir auf dem Weg. Okay, gut. Ich wollte eh noch mit dir reden. Ja, und wir gehen los, um Osko einzusammeln. Erklären währenddessen Astanio, was wir schon besprochen haben. Und ja. Es ist ein eigenartiger Anblick, als ihr auf die Lichtung tretet, wo ihr letztens Astanio noch den Baum gesehen hat. Osko steht in der Mitte eines riesigen Bunden mit allerlei wirklich von der Blüte strahlenden Blumen mitten im Winter auf einem Blumenfeld und überall sind so kleine Schlingranken, die noch irgendwie nach oben, wie kleine Tentakel sich nach oben sprießen. Vielleicht schon irgendwie anfangen, so kleine Büsche zu bilden, aber sich auf jeden Fall noch bewegen und die bewegen sich so mit Oskos Bewegungen mit. Und er scheint wie so ein Dirigent so irgendwie in der Mitte dieses Blumenfeldes zu stehen. Umschwirrt von etlichen Insekten, Bienen und auf dem Boden kann man auch Käfer sehen, die sich auf die Blüten gesetzt haben. Das ist ein Anblick. Wow, meine ich das? Oder wenn Osko seinen Arm bewegt, bewegen sich die Ranken auch. Das ist sehr interessant. Warte mal, ich brauche mein Notizbuch. Wie machst du das, Osko? Osko, jetzt ist klar, dass da seine Freunde da hinten am Rand des Feldes stehen. Ich weiß auch noch nicht so recht. Aber ist das nicht schön? Musst du hier sein, damit es funktioniert? Ach so, Janrek. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mich gerade nicht vom Fleck bewegt. Kommt ihr mit mir? Und Osko schaut nach unten, redet mit den Blumen. Kommt ihr mit mir? Wenn ich gehe? Wäre an Osko. Hallo, ich rede mit dir. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja gerade selber noch etwas neu drin. Wir probieren es mal aus. Und Osko geht von der Mitte dieses Feldes, wo ihr dann wahrscheinlich auch diesen abgetragenen Stumpf noch seht, der so überwuchert würde, geht dann zwischen den Pflanzen hindurch und dann außerhalb dieses Kreises. Im Hintergrund sieht man dann hinter Osko noch so die Schlingpflanzen. Wie sie sich üben. Mit unterschiedlichsten Bewegungen hin und her schlängeln. Aber sie bleiben dort vor Ort. Ja. Oh. Na, ist auch, glaube ich, besser so. Ist das ein Wunder der Vereine? Ich ergründe das gerade noch so ein bisschen. Osko fühlt nicht diese Präsenz, die er schon mal gefühlt hat. Diese göttliche. Ja, deswegen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Mein Gespür sagt mir, dass es vielleicht etwas anderes ist. Aber dennoch was Erfreuliches. Osko dreht sich nochmal ganz kurz um. Und ihr bleibt weiter so fruchtbar und mehrt euch weiter. Einer dieser Rankententakel schießt dann auch in eine andere Richtung an die Seite, wo so ein raues Dornengestrüpp ist mit so giftgrünen Giftstacheln dran und wickelt sich da einmal so rein. Oder so. Ihr tut vereingefälliges Werk. Sehr gut. Mach weiter so. Jungs und Mädchen. Wie auch immer. Ihr wollt was von mir, oder? Wir wollen zu Borondria, wenn sie uns anhört zumindest.
Woran? Ah, damit wollte ich, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Ich weiß. Es wurde mir jetzt schon gesagt. Es geht um den Brief, nicht wahr? Und Osgo greift in seine Manteltasche. Ich habe ihn schon gelesen, alles gut. Ich wollte sowieso zu ihr, aber dachte, ich mache es über andere Wege. Aber wenn wir so etwas in der Hand haben, dann sollten wir es nutzen. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Deswegen hatte ich dich auch eigentlich besucht gehabt. Im Wald? Nein, das war nochmal was anderes. Das hat dieser Selbstmordtaktiker, dieser Magister irgendwie zu verschwinden. Was? Egal, wir verschwenden Zeit. Und Jandrik, der offensichtlich langsam die Geduld verliert hier, dreht sich um und marschiert los. Warte mal. Asanio rennt ihm hinterher. Ja, ich will ihn gar nicht auf. Ich möchte doch nur mit ihm reden. Und Asanio rast Jandrik hinterher. Lass ihn gehen, die kriegen das schon. Also lass mir den beiden ein wenig Vorsprung. Ja. Osgo würde dann langsam zögerlich auch folgen. Jetzt tatsächlich im Gegensatz zum Morgen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ich bin beeindruckt, sagt Morag. Offen und ehrlich. Osgo nickt. Ich auch. Das habe ich auch selbst ich nicht mal gesehen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass da noch was anderes irgendwie mit im Spiel ist. Wer hat damit unser kleiner Freund mit was zu tun? Rikkul hat auf jeden Fall davon berichtet, dass er länger hier ist in unserem bei uns als es sonst gewohnt ist. Hm. Vielleicht hat es mit der Sache etwas zu tun. Ja. Naja, er ist ein Elementar von Humus. Vielleicht liegt es auch an Humus selbst. Nicht mal zwingend an Pereine. Wobei Pereine ist eigentlich auch nur... Naja, das führt zu weit die Ausführung. Aber das... Anscheinend ist die ganze Sache jetzt noch stärker geworden. Noch einmal mehr. Ja, und auch wenn ich... Mein Herz mir sagt, dass das ein gutes Zeichen ist, wäre es interessant zu erfahren, warum das so der Fall ist. Hat das vielleicht immer noch damit zu tun, dass der Ball gefallen ist? Das war ja einmal unsere Vermutung gewesen. Naja, es kann natürlich sein. Ein wenig beschleicht mich auch das Gefühl, dass unser Freund aus dem Wall damit zu tun hat. In den Baum. Ja, wir waren noch gleich. Dornblatt war der Name, ne? Genau, Dornblatt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er damit was zu tun hat. Aber gut sein. Bekräftigen kann ich das nicht. Das überlasse ich den feinen Magistern da hinten. Hat er nicht gesagt, wir könnten ihn rufen, wenn wir ihn brauchen? Ja, ich glaube schon. Wobei, jetzt würde ich direkt darüber nachdenken, wie soll das funktionieren? Ich dachte, du könntest mir das sagen. Ich glaube, das ist eine Sache für Asanio. Das glaube ich auch. Ich bin nicht Weil so. Es geht ja um Magie und. Er ist ja auch durch so eine Linie gereist. Das hat Dornblatt gesagt, dass er durch irgendwie einen Strom gegangen ist, ähnlich wie Kriegfuhl, da hinten in den Wall ist. Diese Ströme werden stärker. Ja, vielleicht kann man da über so einen Strom irgendetwas rufen. Ich habe. Keine Ahnung von sowas, aber... Oder? Ich meine... Oder, wenn Kriegfuhl dazu bereit wäre, vielleicht kann er durch, wie auch immer das funktioniert, durch diese Linie reisen und einmal Dornblatt holen. Das sollten wir ihn auf jeden Fall fragen. Ja. Ich kenne ja auch Dornblatt. Gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich kommt mir der Gedanke wieder erst zu spät. Dann schnell zurück zum Lager. Ja. Das interessiert mich gerade. Ja. Vorne hält gerade Asanio mit Jandrik Schritt. Du bist mir echt ein Ticken zu schnell, Junge. Ja. Sorry, ich bin irgendwie ein bisschen ungeduldig geworden. Was ist los? Ich fahre jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Willst du vielleicht mal Trauzeuge werden?
Brautzeuge. Wirst du heiraten? Ich glaube, sowas in der Art, ja. Plötzlich wird das Sanyo Pupo rot im Gesicht. Elena? Oder habe ich was verpasst? Du hast ziemlich intensiv mit dieser Magierin gesprochen. Geht es um die? Nein, um Gottes Willen. Nein. Es geht um. Ja, ich habe gestern Elena zum Travierbund aufgefordert. Okay. Ja, klar. Warum nicht? Echt? Warum nicht? Du bist steinalt, es wird Zeit, dass du mal unter die Haube kommst. Er lächelt. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass das nur so aussieht? Aber gut. Ich hätte mit mehr Diskussion gerechnet. Warum sollte ich darüber diskutieren, ob du heiratest oder den Dravia-Bund eingehst? Warum? Ich meinte eher, dass du der Trauzeuge bist, aber freut mich. Weißt du was, wir zwei haben so viel durch, da schaffen wir das auch noch, oder nicht? Du weißt, du musst die Feier dann aber organisieren. Das ist das geringste Problem. Gut. Außerdem ganz ehrlich, ich kann mal eine gute Nachricht vertragen bei diesem ganzen Wahnsinn hier. Ich verstehe, ganz ehrlich, und er schlägt dir auf die Schulter, lächelt ihn an. Ich freue mich für dich. Danke. Mutig, ein bisschen dumm, ausgerechnet einen armen Azone zu heiraten, aber wo die Liebe hinfällt, nicht wahr? Ja. Aber wenn sie dich im Schlaf ermordet, wunder dich nicht, ich habe dich gewarnt. Amazonen eines Assassinen, nicht wahr? Jetzt kann ich von Mora genau das Gleiche sagen, mein Junge. Fang nicht damit an. Und seine Miene verdüstert sich sofort. Oh, also sie hat schon mit dir geredet, denke ich mal. Wenn du mit Reden anschreien meinst, dann ja. Damit habe ich gerechnet, ehrlicherweise. Als wir deinen kleinen Freund gefunden haben, ist sie ziemlich stinkig abgegangen. Ich hatte echt Sorge, dass ich dich das nächste Mal auf einer Totenbahre sehe, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte noch nie so viel Stress mit einer Frau. Dabei hatte ich noch überhaupt nichts mit ihr. Sowas habe ich noch nie erlebt. Normalerweise hat man ein paar nette Nächte miteinander und dann geht das Gezeter los. Wir hatten einen Kuss. Und ich habe schon mehr Stress, als ich je in meinem Leben mit einer Frau hatte. Ach, ich weiß auch nicht. Sie gibt mir Signale, dann gibt sie mir wieder keine, dann tut sie so, als wären wir schon verheiratet und ich hätte sie betrogen. Dann wieder tut sie so, als hätte sie mich noch nie gesehen oder als wäre ich, vergiss es. Und er stapft weiter. Ach, wenn du wüsstest, wie gut ich dir das nachfühlen kann. Es hat schließlich 17 Jahre gebraucht, bis das bei mir geklappt hat. 17 Jahre mache ich das ganz bestimmt nicht mit. Ich bin das nicht gewohnt, weißt du? Du bist es dran gewohnt, lass mich raten, du bist dran gewöhnt, dass die Frauen dir zu Füße fallen und du eigentlich gar nichts tun musst dafür, richtig? Na, das jetzt vielleicht nicht, aber nicht, dass ich so kämpfen muss. Das kenne ich nicht. Das heißt nicht, dass ich es nicht mache. Noch ein bisschen. Aber ich bin es nicht gewohnt. Mhm. Und dann läuft er ein bisschen schneller, als Signal, dass er offensichtlich keine Lust mehr hat, weiterzusprechen. Asano schaut ihm hinterher und grinst schief und stapft dann Travia-gefällige Lieder pfeifend ihm hinterher. Ihr kommt dann irgendwann an dem großen Zelt von Borondria an. Wer bittet ihr zum Einlass?
Moment. Zwei Gardisten stehen davor, schauen euch grimmig an. Moment, ich habe das in meiner ganz Euphorie vergessen. Tut mir sehr leid. Ich habe noch was gefunden. Und Osko kramt wieder in seinen Manteltaschen, würde sich so von der Drachengardisten den Rücken zudrehen. Und dann hält er nochmal diesen anderen Brief. Auf dem Feld waren neben den normalen Untoten auch ein paar Drachengardisten. Und einer von denen hatte das hier dabei. Und Osko reicht den Brief rum. Und würde dann den anderen auch kurz erzählen, was da drin steht. Diese verdammten Bastarde. Habe ich auch gesagt, gut. Als hätten wir es nicht geahnt, aber das ist definitiv eine Bestätigung dafür. Ja. Nicht nur eine Bestätigung, es ist höchste Priorität. Mhm. Vor der Verteidigung. Irgendwas müssen wir mit denen vorhaben. Und ich wette, es ist nicht wissen. Dann müssen wir umso mehr in die Stadt. Ja, umso mehr zu ihr. Erst einmal. Ja. Aber wir müssen dahin. Ja, ich drehe mich zu den Wächtern. Worin zum Große. Ich bin Jandrik Eichblatt, vielleicht kennt ihr mich. Mhm. Ich weiß, die Herrin ist schwer beschäftigt. Aber ich würde nicht kommen, wenn es nicht dringend und von Bedeutung wäre. Ich komme mit zwei Nachrichten zu ihr, die ich und meine Freunde gerne persönlich überbringen würden. Der Markgraf und der Heermeister sind gerade bei ihr. Ich denke nicht, dass ihr sie stören solltet. Die könnten das auch hören wollen. Worum geht's denn? Informationen aus der Stadt. Mehrere Briefe, in deren Besitz wir sind, die auf Aktivitäten in der Stadt hinweisen, für die unsere Handlung erfordern. Außerdem eine Lösung für das Problem. Ich frag nach. Einer bleibt zurück, einer geht rein, kommt nach ein paar Minuten wieder raus. Ihr könnt eintreten. Tretet, ja. Wenn ihr eintretet, seht ihr an einem großen Tisch, wo so eine kleine Karte ausgelegt ist, Borondria stehen und Gernot von Mersingen und Welfahrt von Mersingen, den Heermeister der Rabenmark. Und während Gernot und Welfahrt ziemlich, ja, also beides Golgariden, sehr, beziehungsweise Ritter oder Krieger, sehr, sehr eindrücklich aussehen, ist die oberste Golgaritin nun ein bisschen, naja, klein im Gegensatz zu denen und wirkt auch irgendwie vom Gesicht her ein bisschen eingefallen, aber das kennt zumindest Jandrik ja schon von ihr, dass sie irgendwie immer aussieht wie so eine wandelnde Leiche. Ich verbeuge mich so, wie es sich geziemt. Grüße, wie es sich geziemt. Ihr habt Informationen, meint Gernot von Mersingen, aus der Stadt? Er gibt Mora, die ja immer noch den ersten Brief hat, ein Nicken. Das haben wir. Und Mora breitet den Brief aus und geht aber auf Borondria zu in dem Moment und möchte ihr den Brief aushändigen. Eure Eminenz? Sie nimmt ihn schweigend entgegen. Diesen Brief haben wir abgefangen. Jandrik hat ihn abgefangen. Ihr scheint das ein bisschen zu schnell zu überfliegen, nickt dann. Reicht ihn weiter an Welfahrt und Gernot. Die zweite Botschaft, die wir haben, hat Osko vor vor nicht allzu lange im Wald gefunden. Er nickt nun Osko zu. Ja, das ist richtig. Und auch Osko tritt zuerst auf Borondria zu, bereicht er dann den Brief. Gleiches Prozedere.
Und Welfert ergreift dann das Wort. Das bestätigt nur das, was ich sowieso vorschlagen wollte. Wir müssen losschlagen. Wir können nicht länger hier warten. Die Truppen werden ungeduldig. Keiner versteht, warum wir hier lagern. Dann blickt Borondria mit ihren leicht eingefallenen Augen Welfert so ein langer an, lässt ihn aussprechen, ganz in Ruhe. Macht dann so eine Handbewegung von der Art, dass er, ob er dann ausgesprochen hat und dann, dass er den Mund halten soll. Redet dann leise, flüsternd. Wir müssen verhindern, dass es in der Stadt zu großen Opfern und Massenerhebungen kommt. Vor allem um die Seelen der Unschuldigen. Wir müssen verhindern, dass die Seelen verloren gehen, der armen Bürger dieser Stadt, die nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Ein schneller und überraschender Angriff wäre unabdingbar, aber sie erwarten uns. Wir können nicht schnell und überraschend losschlagen. Dass es hier Briefe gefunden werden in der Nähe, zeigt nur, dass sie Wege und Mittel gefunden haben, uns auszuspähen und vielleicht sogar unsere Truppen zu und unsere Kundschaft dazu umgehen. Wir brauchen einen Überraschungsmoment. Herrin, wenn ich so forsch sein darf und einen Vorschlag unterbreiten. Ich höre. Es begibt sich zufällig, dass die Versammelten hier mehr oder weniger Spezialisten darin sind, hinter die feindlichen Linien zu gehen und dort Unruhe zu stiften. Wir haben es über die letzten Monate immer und immer wieder bewiesen. Wir sind das beste Team dafür. Ich war schon in Altzoll. Die anderen vier kennen sich gut mit der Bevölkerung aus. Es wäre uns sicherlich möglich, uns in die Stadt zu schleichen, dort in kürzester Zeit herauszufinden, ob es einen Widerstand gibt und diesen zu organisieren. Entweder Tore zu öffnen, Chaos zu verursachen oder die Bevölkerung zum Fliehen zu bringen. Dann kann die Armee angreifen. Ich wollte davon absehen, euch noch einmal mit diesen Aufgaben zu betrauen. Ich habe festgestellt, dass es euch nicht gut tut. Das mag ja sein. Aber unser persönliches Wohlbefinden ist, denke ich, nicht das Wichtigste in diesem Krieg. Nicht Wohlbefinden, Jandrik Eichblatt. Es geht mir nicht um Wohlbefinden. Es geht mir um die Makel, die man auf der Seele finden kann. Und das Leben hier in der Ostrabenmark hat deine Gefährten schon gezeichnet, mehr als ihnen lieb ist. Und dich haben ein paar Wochen und Monate mehr gezeichnet als alles andere, was ich dir jemals aufgetragen habe. Was mag das sein? Ich will nicht für meine Freunde sprechen. Das können sie selbst, aber sie haben Jahre hier gelebt. Ein bisschen länger wird ihnen wahrscheinlich nichts ausmachen. Und ich? Ihr wisst ganz genau, was mein Ansinnen ist, wofür ich hier bin. Was ich geschworen habe, und ich werde es tun. Ich kann auf dem Schlachtfeld sterben. Wenn sich dieser Krieg hinzieht und irgendwann sich zu gegen unsere Gunsten dreht. Oder ich kann bei dem Versuch, das zu tun, was ich am besten kann, meine Seele weiter vergiften.
Eins von beiden wird passieren und ihr wisst es. Ich habe meine Wahl getroffen. Und am Ende verlässt die gescholtene Seele das heimliche, heimische Nest wie der Erzverräter, sprichst du. Wenn das als er jung war. Es gefällt mir nicht, dass ihr mich mit ihm vergleicht. Das gefällt es mir gar gefällt nicht. Das gefällt mir auch nicht. Aber es fing genau so an. Ich habe nicht ansatzweise die Macht, die er besessen hat, und werde sie nie haben. Aber was ich habe, ist die Möglichkeit, diesen Leuten in dieser Stadt da zu helfen. Ich und meine Freunde haben diese Macht. Und das ist alles, was wir tun wollen. Ich habe und wir sind bereit, gesorgt, den Preis dass du zu zahlen. Diese Macht nicht hast, Jandrik. Ich will sie auch nicht. Und es liegt an mir, Seelen zu retten. Aber ich sehe, dass wir handeln müssen. Aber wie du sagtest, du sprichst nicht für alle hier. Was sagen deine Gefährten? Jandrik tritt zurück. Ihr werdet in keine normale, besetzte Stadt gehen. Sie haben sich dorthin zurückgezogen. So zeigen es alle Aufzeichnungen, die ich bis jetzt herausgefunden habe. Der Erzverräter scheint nicht vor Ort zu sein. Wo auch immer er sein Unwesen nun treibt. Vielleicht muss ich meinen Blick ein bisschen weiten, weil Altzoll muss auch fallen. Ich wollte erst herausfinden, was mit Lucardus von Kemet ist, aber wir haben die Zeit nicht. Und ich kann euch dorthin schicken. Und das, was euch erwartet dort, ist vielleicht genau das, was ihr niemals wiedersehen wolltet. Oder wovon ihr euch all die Jahrzehnte und all die Sommer und Winter ferngehalten habt. Eure Eminenz, ich glaube, es ist richtig, was Jandrik sagt. Und ich glaube auch, dass dieses Überraschungsmoment, von dem ihr sprecht, wenn wir in diese Stadt eindringen können, dann haben wir eine Chance, einen Überraschungsmoment zu schaffen. Wir sind nur eine kleine Gruppe. Und ja, wir kommen von hier. Wir kennen diese Orte wie niemand anderes hier. Und das könnte unser Vorteil sein. Das könnte vielleicht Seelen retten. Es ist nur ein Versuch, aber es ist der einzige, den wir haben. Ich bin auch dafür. Gebt uns eine Chance. Einen Vorstoß zu wagen. Die Tore zu öffnen. Oder weitere Informationen herauszufinden. Ein paar Tage mehr oder weniger hier in diesem Land oder diesen Umständen machen wahrlich keinen Unterschied mehr. Magister? Wenn ich etwas in dieser ganzen Zeit, in denen wir hier herumgelaufen sind und Städte befreit und über unseren Schatten gesprungen sind, gelernt habe, ist es das. Dieses Band, was mich mit dieser Gruppe verbindet, auch mein Schicksal webt. Ich könnte mir keinen besseren Tod vorstellen als an der Seite dieser anderen vier. Wohin sie gehen, werde ich gehen. Es geht nicht um Tod. Es geht um eure Seele. Und auch diese bin ich bereit zu geben, wenn es dafür andere rettet. Ich gehe mit.
Eure Eminenz, ihr sagtet es selbst, es geht um die Seelen. Nicht nur unsere Seelen, aber es ehrt euch, dass ihr an uns denkt, sondern um die Seelen der Menschen dort, die Seelen der Kinder. Und es ist unser Auftrag, dieses Land von den Fesseln zu befreien, die die dunkle Mutter über sie gesponnen hat. Und freilich, ich bin kein Taktiker des Krieges, aber diese Fesseln lösen wir nicht hier in diesem Lager, sondern mit Bedacht können wir sie nur vor Ort lösen. Deswegen breche ich mit einem der Gebote meiner Herrin und lasse Bescheidenheit walten und wir sollten in Aktion treten. Ich möchte auch mitkommen. Und ihr, Kriegerin? Eure Eminenz, lasst, ich will euch nicht anmaßend wirken, aber lasst meine Seele meine Sorge sein. Ich habe in Neu-Ogrenwacht in den letzten 10 Jahren einiges gesehen. Ich glaube, in Altzoll wird es kaum schlimmer sein. Das Hin und Her zwischen den Mächten und Kräften und Leute, die da drin zerrieben werden wie Korn zwischen Mühlsteinen. Einen Tag mehr oder weniger das Sehen schadet meiner Seele auch nicht mehr oder weniger. Ich werde meine Freunde begleiten mit dieser Mission. Euer Mut und eure Ehrfurcht ehrt euch. Aber ich sehe tiefer. Ihr sagt es laut vor euch her. Einen Tag mehr. Wenn ihr sehen könntet, was ich sehe. Erkenne die Makel auf euren Seelen, den Zwist. Die Gesichter, die ihr seht, wenn ihr einschlaft. Die Schreie, die ihr hört, wenn ihr euch die Ohren zuhaltet. Herr Boron zeigt es mir, auch wenn ich es nicht sehen will. Kann euch schicken. Aber ich möchte euch auch warnen. Überlegt gut, was ihr tut. Vielleicht ist eure Seele danach nicht mehr zu retten. Und ihr müsst Dinge tun, die ihr nicht tun wollt. Gerade bei dem Magister sieht man die Berührung der Dämonen schon deutlich. Und ich sehe auch, dass du dagegen ankämpfst. Ich sage, sei auf der Hut. Ich habe alle eure Meinungen vernommen. Und ich werde euch schicken. Aber seid vorsichtig. Ihr geht in die Höhle des Löwen. Von der Barbarenkönigin wissen wir, dass es eine Art stillen Alarm gibt. Eine magische Vorrichtung. Geister, die umherschwirren und Truppenbewegungen melden können. Auf das waren wir nicht wirklich vorbereitet, solche Art Verteidigung. Außerdem gibt es natürlich Befestigungsanlagen, Geschütze. Das wäre ein zweites Ziel. Die Tore. Schnelles Eindringen wäre natürlich perfekt. Ein letztes Ziel wäre die Moral. Verbündete finden innerhalb der Mauern wäre fürchterlich gut. Chaos zu sehen unter denen, die dort zu sagen haben, ein weiteres Ziel.
Überlegt euch gut, was ihr machen und was könnt und was nicht. Sehr wohl, Herrin. Und verzeiht mir, dass ich euch noch einmal schicken muss. Und dass ich so lange damit gewartet habe. Hätte euch viel früher fragen sollen. Danke, Eure Eminenz, für diese Chance. Es ist keine Chance, es ist eine Bürde. Das kann beides sein. Mora verneigt sich tief. Ja, ihr habt zwei Tage Zeit. Wir müssen schnell handeln. Was immer Alucardus von Kemet auch plant. Wir müssen schnell diese Stadt einnehmen. Dann sollten wir... um uns danach um ihn zu kümmern. Sucht nach Hinweisen, wo er ist. Dann sollten wir alles vorbereiten und noch ein bisschen rasten und dann aufbrechen. Ja, wir sollten definitiv planen, wie wir reinkommen. Noch was? Nicht chaotisch oberste, eingehen. Alleroberste Priorität. Das Erste, was ihr überlegen solltet. Wie verhindern wir, dass die Verteidiger die Ressourcen der Menschen und Seelen der Stadt nutzen, wenn wir angreifen? Ja. Diese Verteidigungssache muss als Erstes fallen. Damit wir sicher angreifen können. Dir zufällig Stadtpläne von Altzoll? Die haben wir. Das ist Kanalisation. Dank der Barbarenprinzessin. Die werden wir dann brauchen. Sollt ihr bekommen. Gut. Dann ran ans Werk. Woran mit euch? Woran sei mit euch? Jandrik geht langsam rückwärts raus. Und hier verlassen wir den Rabenmark heute. Yes. Ja. Yes. So kommen wir pünktlich vor der Zeit. Eine Minute. Eine Minute, ja. Du bist gemutet, Quali. Bietet sich jetzt gerade echt an. Also. Ja, klar, weil wenn ich jetzt noch das Thema anschneide, das ich im Roll20 geschrieben habe, dann kann man damit eine halbe Session füllen. Ja, das dachte ich mir auch. Ja. Das ist nicht gerade was, was dir denen so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ja. Muss aber jetzt auch irgendwie hinten anstehen auf der Aufgabe. Ja, klar. Ja, ja. Kann natürlich das aber trotzdem auf der Seele lasten, das ist natürlich richtig. Ja, es lastet nicht auf der Seele, es ist halt so ein Gedankengang, den sie hatte, als Lucardus halt hieß, Lucardus ist nicht in Altzoll und es werden Kinder gesucht. Mhm. Genau. Mhm. Ja, wir können nicht überall sein, leider. Nein, nein, nein. Aber man kann ja noch einen Zettel da lassen. Mhm. Ja, wieder nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, aber trotzdem sehr, sehr, also ich habe schöne Informationen gestreut und ein paar schöne Szenen gehabt, das ist ja auch immer ganz gut und wir haben auch eben besprochen, auch schon im Vorfeld, dass wir jetzt eine ganze Weile lang keinen Stream mehr haben, das ist nämlich der letzte Stream für dieses Jahr, für diese Runde und ja, ein ganzes Rest des Jahres. Aber es wäre eh nur noch eine Session gewesen, die wir vor Weihnachten noch gehabt hätten. Und dann ist das neue Jahr und dann wollen wir an Neujahrstag, sind wir, glaube ich, alle ein bisschen durch. Und das ist sowieso kein regulärer Spieltermin. Ja. Und das heißt, wir sehen uns erst im neuen Jahr wieder. Ja. Und Ariakos sagt schon, er weint ganz, ganz heftig. Na, Tätschel, Ariakos. Es gibt ja genug Folgen, man kann ja dann in der Zwischenzeit nochmal sich alles durch den Kopf gehen lassen, alles nochmal anhören. Genau, und das ist irgendwie jetzt auch ganz schön, dann könnt ihr irgendwie
offscreen quasi ein bisschen Pläne schmieden, wie ihr in die Stadt hineinkommt. Ja. Und euch da ungesehen um was kümmert, genau. Ja. Wird den SpielerInnen dann auch die Karte zukommen lassen von der Stadt. Und, das klingt nach einem Plan. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Termin, wo wir uns irgendwie nochmal so zum Besprechen offscreen treffen können, dass wir es wirklich verbal uns treffen irgendwie. Mal schauen. Ansonsten gibt es nächste Woche nochmal hier den Stream der anderen Runde, die jetzt ja gestartet ist. Weiß nicht, ob ihr das auch schon alle wisst. Zweite Runde an jeweils anderen Sonntag spielen. Wir das letzte Prelude dann. Auch noch vor Weihnachten am 4.12. Und könnt da auch gerne reinschauen, falls ihr das nicht sowieso schon macht. Vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Auch für die Follows, danke ich. Ich weiß, dass Phantom 11051 auch gefollowt hat. Allerdings wird das hier irgendwie nicht angezeigt, warum auch immer. Sehr eigenartig, da bockt wieder irgendwas rum, aber naja. Danke auch an Doc H. Steiner für den Follow. Und ja, wenn euch das Ganze hier irgendwie interessiert, könnt ihr auch auf YouTube mal alles nachschauen noch oder so. Oder ihr schaut euch die anderen Kanäle an, denn da läuft auch noch ein bisschen was an Aktionen und Projekten. Und da könnt ihr jetzt gleich mal ein bisschen Werbung machen, während ich raussuche, wo es uns denn hin verschlägt, wo ich euch hinschicke. Übernimmt das mal irgendjemand, dass ihr Werbung für eure Sachen macht. Der Kako. Ja, komm, ich fange einfach mal an. Denn wenn alles planmäßig verläuft, wird tatsächlich mal auf meinem Twitch-Kanal am Dienstag wieder eine Rollenspielrunde stattfinden. Ich spiele nämlich jetzt auch zusammen mit der Sierra und noch einigen anderen tollen Menschen ein von mir erdachtes Abenteuer in der alten Welt von Warhammer Fantasy. Und da befinden wir uns gerade noch am Anfang. Und ja, wie gesagt, wie das weitergeht, könnt ihr dann ja eventuell am Dienstag bei mir dann nochmal schauen. Ich denke mal, wir werden so gegen 19 Uhr oder etwas früher starten. Ja, rollenspieltechnisch vielleicht auch aktiver ist ja Marot. Was gibt's denn bei dir? Ja, also ich mache im Moment, schneide ich immer noch an Pompeji. Das wird immer bombastischer und größer und schräger und verrückter. Und dazu im Januar mehr, Anfang Januar fange ich an zu veröffentlichen. Momentan bringe ich so eine kleine Serie von Rollenspieltheorie-Sachen raus, wo ich ein bisschen monologisiere über Dinge, die mich besonders interessieren. Das heißt RPG Deep Dive. Da kommt jetzt jede Woche bis wahrscheinlich Ende des Jahres immer eine kleine Folge von etwa 20 Minuten. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Und ansonsten, wie gesagt, große Rollenspielprojekte dann im nächsten Jahr. Und dann würde ich gerne wissen, was der Ossi so macht. Der Ossi macht eventuell bis Ende des Jahres noch eine größere Animation. Ich habe erst jetzt vor ein paar Tagen eine kleine Parodie zu Seven vs. Wild hochgeladen. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere. Genau. Aber bis dahin wird dann wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen, weil das kostet alles sehr viel Zeit und es ist alles sehr viel aufwendig. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich an Weihnachten mal was zu tun. Ja, wenn wir schon mal bei Animationen sind, komme ich zu Bildern und bei Bildern wird die Eleanor ganz hellhörig. Ja, Bildern. Bei mir gibt es hauptsächlich viel in Bildern. Auf meinem Instagram-Kanal kommt immer mal wieder was Werbung für den Kanal oder was ich so zu Hause anstelle. Obst und Gemüse, Backwaren. Schaut mal vorbei. Ansonsten ist es bei mir auf Twitch und YouTube etwas ruhiger, weil ich halt wirklich so aktiv nichts mache, weil ich auch keine Zeit habe. Und vielleicht kommt da irgendwann nochmal was, aber momentan ist halt hauptsächlich so Instagram der Kanal, bei dem ihr immer mal auf dem Laufenden bleiben könnt, was bei mir so geht. Und last but not least haben wir dann natürlich noch Sierra, die auch immer mal wieder aktiver ist. Ja, also mich sieht man hoffentlich am Dienstag bei Osko auf dem Kanal, bei Kako auf dem Kanal. Ich spiele da eine Thanaturgin, die jetzt auch mal im Feld versucht, das Sterben untersuchen möchte. Denn genau,
Die ist eine wissenschaftliche Magierin, die sich mit dem Sterben befasst und dann sehr ambitioniert an die Sache rangeht. Eigene Projekte, da ist was in der Mache, aber da will ich noch nichts verraten. Kommt wahrscheinlich auch erst im neuen Jahr. Ja, prima. Gut, dann schicke ich euch jetzt gleich weiter zum guten Zeitiger. Der spielt Wesen oder Waesen. Ich weiß gar nicht, wie man dieses System immer ausspricht. Wesen. Wesen, ja. Wesen wird so. Ein sehr cooles System übrigens. Ja, also guckt euch das mal an, sagt schön Hallo, benehmt euch und wir sehen uns dann im neuen Jahr in dieser Konstellation wieder. Freue ich mich für jeden, der dann wieder am Start ist. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.